Sie als Gäste haben bestimmt schon vernommen, dass die Veranstaltung hier heute umsonst ist. Wir geben Ihnen aber trotzdem die Möglichkeit, jetzt dann später in den Spendenkursen durch, damit Sie spenden können für die Veranstaltung, um die Kosten für Räumlichkeiten und für die Bewerbung ein bisschen dazu beizutragen. Ja, fast 4 Jahre sind es mittlerweile, war seitdem die ersten Nachrichten zu TTIP, die Kontroverse zum Thema Freihandel gestartet haben. Das war vor der letzten kurz nach der letzten Bundestagswahl. Unzählige Demonstrationen, Unterschriftensammlungen, Aktionen und Veranstaltungen wie diese folgten darauf. Jetzt sind wir heute immer noch hier und man könnte jetzt meinen, das alles hat nichts gebracht, die ganze Proteste. Das stimmt aber genau nicht. Durch den Protest entstand eine breite öffentliche Debatte. Fast jeder hat nun eine Meinung zu TTIP und Co. Es wurden Bündnisse gegründet für einen gerechten Welthandel, deren Mitglieder von Globalisierungskritikern, Umweltverbänden, Gewerkschaften bis hin zu Landwirten und Vertretern kleiner und mittelständischer Unternehmen reichen. Die größten Demonstrationen, die Deutschland in den letzten Jahrzehnten gesehen hat. 250.000 Menschen gingen im September 2015 in Berlin gegen TTIP auf die Straße. Ein Jahr später 320.000 Menschen gegen CETA in 7 deutschen Städten. Es hat eine breite Vernetzung in Europa stattgefunden zwischen freihandelskritischen Gruppen, die letztendlich zur Europäischen Bürgerinitiative mit mehr als 3,5 Millionen Unterschriften geführt hat. Diese ist zwar von der Europäischen Kommission abgelehnt worden, aber immerhin hat der Europäische Gerichtshof vor wenigen Wochen gegen die Kommission und im Sinne der Freihandelsgegner entschieden, und die Initiative als legitim erklärt. Außerdem haben die Proteste dazu geführt, dass Abkommen wie TTIP nicht so schnell und fernab der Öffentlichkeit abgeschlossen werden könnten, wie es die Regierenden wollten. Und dass das CETA-Abkommen in einigen Stellen nachgebessert wurde. Diese Änderungen sind zunächst als positiv zu betrachten, aber sie sind noch weit davon entfernt, das Abkommen, dass es ein fairer Handel darstellen würde. Oder, wie Sigmar Gabriel es gesagt hat, ein Goldstandard für Handelsabkommen wäre. Darf ich der Hand runter? Bitte jetzt nicht unterbrechen. Und bitte setzen Sie sich hin. Die Kommission sprach davon, dass unter dem Standard von CETA keine Handelsabkommen mehr abgeschlossen werden. Aktuelle Leaks zum Freihandelsabkommen zwischen Japan und der Europäischen Union zeigen aber, dass die EU-Kommission nicht aus ihren Fehlern lernt. Die Verhandlungen laufen noch intransparenter und somit undemokratischer als bei TTIP. Damals hatten zumindest die Abgeordneten des Bundestags Zugang zu den aktuellen Verhandlungsständen. Das Kapitel zum Schutz von Investoren findet sich in seiner alten, unsäglichen Form im aktuellen Verhandlungsstand wieder. Genauso wie wir es aus TTIP kennen. Gleichzeitig dazu werden 20 weitere Abkommen, Freihandelsabkommen, in absoluter Geheimhaltung verhandelt. Dies zeigt, dass der Protest weitergehen muss, um die Handelspolitik der Europäischen Union nachhaltig zu verändern. Kommen wir zu den einzelnen Abkommen. Für die meisten hier im Saal wird CETA ein Begriff sein.
Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada. Nach 6 Jahren Verhandlungen, begleitet von großen Protesten, wurde es Ende letzten Jahres unterzeichnet und im Anschluss auch vom Europäischen Parlament angenommen. In den nächsten Monaten und Jahren sollen dazu die nationalen Parlamente abstimmen. Die vorläufige Anwendung jedoch des Vertrages erfolgt schon zuvor. Tatsächlich gab es durch den Protest, wie zuvor erwähnt, Verbesserungen beim Investitionsschutz. So wird es so sein, dass die privaten Schiedsgerichte, wie sie früher waren, jetzt durch ein Investitionsgericht ersetzt werden sollen, die im Rahmen von CETA zuständig sein werden von Klagen von Konzernen gegen Staaten. Zweifellos gibt es dabei einige Verbesserungen, so zum Beispiel die Berufungsmöglichkeit. Jedoch spricht sich selbst der Bund der deutschen Richter gegen diesen Gerichtshof entschieden aus. Und es bleibt dabei, dass eine Paralleljustiz geschaffen wird, die einseitig den Konzernen zusätzliche Klagemöglichkeiten gegen Staaten ermöglicht, wodurch die Demokratie geschädigt wird und Steuergelder verloren gehen werden. Der kommende Bundestag wird die Möglichkeit haben, dies zu verhindern. Sehr wenig weiß die Öffentlichkeit bislang über das Dienstleistungsabkommen TISA. Das ist bislang größte verhandelte Freihandelsabkommen der Welt. Dabei verhandelt die Europäische Union im Namen seiner 28 Mitgliedstaaten mit 22 weiteren Staaten seit 2013 in vollkommener Intransparenz. Abschließend will man das Abkommen noch dieses Jahr. Worum geht es bei TISA? Es geht, anders als bei TTIP und CETA, nicht um den Handel von Produkten, sondern den Handel mit Dienstleistungen. Dazu zählen Bank- und Versicherungsgeschäfte, Transport, Telefon- und Internetdienstleistungen sowie Beratungen. Aber auch, und das ist sehr wichtig, die gesamte öffentliche Daseinsvorsorge, wie die Wasser- und Energieversorgung, Nahverkehr, Bildung, das Gesundheitswesen oder Kultur. Die Märkte für diese Dienstleistungen sollen durch TISA für transnationale Dienstleistungskonzerne geöffnet werden, wodurch die Interessen von Bürgern, Verbraucherbünden, Gewerkschaften und Kommunen das Nachsehen hatten. Eine Privatisierung öffentlicher Einrichtungen würde dadurch durch TISA vorangetrieben werden, wodurch der Fokus auf das Gemeinwohl durch eine Profitorientierung verdrängt wird. Und zu einem Überfluss zeigen diese Leaks auch, dass was einmal privatisiert wurde, nicht mehr in die öffentliche Hand zurückkam. Auch darüber wird voraussichtlich der kommende Bundestag abstimmen dürfen. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, kurz EPA, die vor allem mit afrikanischen Wirtschaftszonen verhandelt werden, sind wohl die unbekanntesten Abkommen des heutigen Abends. Und das, obwohl diese schon seit 10 Jahren verhandelt werden. Der Grund, wieso fast keiner dieser Abkommen bisher abgeschlossen wurde, liegt vor allem am Widerstand der afrikanischen Länder und deren Zivilgesellschaften. Der Grund, wieso die Verhandlungen nicht gänzlich abgebrochen wurden, liegt an den massiven Drohungen der Europäischen Union, den Zugang zum europäischen Markt zu erschweren. Wohin es führt, wenn extrem ungleiche Wirtschaften auf Augenhöhe miteinander Handel betreiben, zeigt die Erfahrung. Hochsubventionierte landwirtschaftliche Produkte aus Europa, aber auch aus anderen Ländern, zerstören die Grundlagen der lokalen Wirtschaft in vielen Ländern schon heute. So geschehen bei den Gemüsebauern in Ghana oder bei den Geflügelzüchtern in Kamerun. Dies verschärft natürlich die Armut in diesen Ländern und schafft somit Fluchtursachen, anstatt diese zu bekämpfen. Diese Erkenntnis ist auch schon weit hinein in die Reihen der Konservativen gereicht. Der Afrika-Berater der Kanzlerin Günther Noke meint zu den EPAs, man sollte mit Wirtschaftsabkommen nichts kaputt machen, was man auf der anderen Seite als Entwicklungsministerium versucht aufzubauen. Eine Konsequenz dafür wurde von Seiten der Europäischen Union bisher nicht gezogen. Wir fordern einen Stopp der aktuellen EPAs und stattdessen einen solidarischen Handel, der eine nachhaltige Entwicklung vor Ort zum Ziel hat und Afrika nicht als Absatzmarkt für unsere Produkte sieht. Sehr gut. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was wir nicht wollen und welche Abkommen wir aus welchen Gründen ablehnen. Aber wofür stehen wir? Und worum geht es uns genau? Uns geht es nicht darum, Handelsabkommen per se abzulehnen. Es
kommt uns darauf an, welchem Zweck der Handel dient. Handel soll eben nicht ein Selbstzweck sein wie beim Freihandel. Handel sollte vor allem den Zweck haben, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, die Umsetzung der Menschenrechte zu unterstützen und das Gemeinwohl zu vermehren. Denn, so steht es auch schon in der Bayerischen Verfassung, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Wir stellen uns auch gegen eine nationale Politik à la America First von Donald Trump, die durchweg protektionistisch ist. ATTAC steht seit seiner Gründung für eine grenzenlose Solidarität. Es ist absurd, wenn darauf einzelne Politiker und Medien Trump und ATTAC in einen Topf schmeißen. Wie könnte also ein fairer Handel aussehen? Ein fairer Handel muss sicherstellen, dass Arbeitnehmer- und Verbraucherrechte sowie Umwelt- und Datenschutz gesichert und ausgebaut werden. Fairer Handel muss eine strikte Regulierung der Finanzmärkte ermöglichen, um Finanzkrisen zuvorzukommen. Und, sehr wichtig, er muss einen wirksamen Schutz für die öffentliche Daseinsvorsorge bieten. Wie kann dies umgesetzt werden? Zunächst einmal müssen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Konsumenten- und Umweltschutz Teil der Verträge werden. Sie müssen geschützt und einklagbar sein, wenn sie von Konzernen verletzt werden. Aktuell tauchen diese Themen sogar überhaupt nicht in den Verträgen auf. Stattdessen werden ausschließlich Investitionen geschützt und auch das europäische Verhandlungsmandat für diese Abkommen spricht von einem höchstmöglichen Rechtsschutz und Rechtssicherheit von Investoren anstatt von Menschenrechten. Und das muss man sich bewusst werden, was die Europäische Union damit macht. Sie stellt das Handelsrecht über die Menschenrechte. Diese Form von Investorenschutz, die man auch Protektionismus von Konzerninteressen nennen kann, stellt ganz klar ein Hindernis dar für einen fairen Handel. Handel kann jedoch ein Mittel sein, um die Menschen- und Umweltrechte zu stärken, indem die Länder, die diese Rechte achten, einen besseren Marktzugang bekommen als die, die dieses nicht tun. Ein fairer Handel muss aber auch den Entwicklungsstand von Ländern berücksichtigen. Gleichbehandlung von Ungleichen, so wie es beim Freihandel der Fall wäre, ist ein Akt der Gewalt. Und um es in andere Worte zu fassen, ein freier Handel zwischen Ungleichen ist ein Protektionismus der Stärkeren, die dadurch ihre Handelsbilanzen aufbessern können und sich anschließend als Exportweltmeister feiern lassen können, während die anderen sich verschulden, ihre Wirtschaft geschwächt wird und im Falle von Afrika sie zu Rohstofflieferanten verkümmern. Aktuell können die ärmeren Länder nur mit niedrigen Standards am Weltmarkt mithalten. Doch niedrige Arbeits-, Umwelt- und Steuerstandards sind die schlechteste Form der Entwicklungshilfe. Entwicklungsländer müssen die Möglichkeit besitzen, Zölle zu erheben, während ihre Produkte einen freien Zugang brauchen zu den entwickelten Märkten. Nur so können die Entwicklungsunterschiede zwischen den Ländern ausgeglichen werden und eine wesentliche Ursache für die Flucht von Millionen Menschen beseitigt werden. Solch faire Handelsabkommen können nur zustande kommen, wenn die Entstehung der Abkommen demokratischer gestaltet wird, die Verhandlungen transparent werden und abschließend der Souverän ein Mitspracherecht hat. Dies waren jetzt nur ein paar Anregungen zu einem fairen Handel. Neben der Zivilgesellschaft wird die Politik in Zukunft mitentscheiden, wie der Handel zwischen den Ländern aussehen soll. Dazu werden einzelne Abkommen wie CETA, TISA und die EPAS im Bundestag abgestimmt werden. Die vier Bundestagskandidaten aus München haben wir eingeladen, um zu diesen Themen Stellung zu nehmen. Bisher haben es durch die Bank alle Parteien versäumt, das Thema Handel ganz oben auf die Liste ihrer Wahlkampfthemen zu setzen. Obwohl genau dieses Thema die Menschen hier beschäftigt und, wie zuvor erwähnt, hunderttausende Menschen auf die Straße gebracht hat. Wir sehen sie in der Pflicht, dies nachzuholen, um dem Willen der Bürger nachzukommen. Ich darf mich nun von Ihnen verabschieden und übergebe an die beiden Moderatoren Renate Börger und Ulrich Mössner. Ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung und viel Vergnügen. Ja, von uns aus ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Renate Börger von ATTAC und wir wollen
am Anfang unsere Podiumsgäste vorstellen, bevor uns das alle wirklich auch gekommen sind und kommen konnten. Und möchten auch sagen, dass wir zwei Fragerunden geplant haben, mit jeweils 3 Minuten für jeden Gesprächsgast. Und dass dann danach Sie und ihr reichlich Gelegenheit habt, Fragen zu stellen, denn es soll ja ein Hearing sein. Ja, ich fange mit der Vorstellung an, mit Bernhard Loos, den Sie braun gebrannt vor sich sehen, weil er nämlich plakatiert hat für die CSU. Und daher kennen Sie ihn wahrscheinlich auch, er ist ja wirklich stadtweit plakatiert. Und er ist 61 und ein Mann der Praxis und der Theorie. Er hat angefangen als Einzelhandelskaufmann, hat bei Herrn am Hauptbahnhof gearbeitet als Verkäufer, hat dann aber noch ein Studium draufgesetzt in Politik und Wirtschaft und ist jetzt in der beruflichen Bildung tätig, in einer privaten Schule für berufliche Bildung, die aber gemeinnützig ist, ist überhaupt in Bildungsfragen sehr engagiert und in Sachen Handwerk und Mittelstand auch. Hat aber auch ein Faible für China. Ja. Dann mache ich weiter. Dann mache ich gleich weiter mit dem Herrn zu meiner Rechten, Herr Dr. Bernhard Gutwin. Er ist SPD-Kandidat für München Mitte-West. Geboren 1979 in Stuttgart, aber schon längst in München heimisch geworden. Wir haben uns über unseren gemeinsamen Geburtsort schon unterhalten. Wir sind beide heimisch geworden in München. Herr Gutwin arbeitet an der LMU als Geschäftsführer, Dozent und Studienberater, hat studiert Kommunikation, Recht und Informatik. Und das Interessante ist auch noch, seine Mutter kommt aus Südafrika, sein Vater aus USA. Daher stammt ja auch der Name. Von 2014 bis April 2017 war er Pressesprecher der Münchner SPD. Das hat er jetzt sinnvollerweise aufgegeben wegen dem Wahlkampf. Und noch ein Zitat hat mir sehr gefallen. Eine funktionierende Gesellschaft braucht das Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Da haben wir in Sachen Freihandel viel zu tun, Herr Gutwin. Also jetzt wirklich mal. Bei uns, herzlich willkommen. Er ist 32, er hat Medienwissenschaft studiert, kommt aus Darmstadt, hat auch einen Migrationshintergrund vorzuweisen, türkischer Vater, deutsche Mutter. Und er ist dann wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden, und zwar von Nicole Gohlke, die Bundestagsabgeordnete für die Linke. Seine Schwerpunkte sind Soziales, Bildung und Frieden und vor allen Dingen natürlich auch der Zusammenhang zwischen fairem Handel und Frieden. Er ist vor allen Dingen auch engagiert beim Zusammenwirken von Zivilgesellschaft und Parteipolitik. Last but not least, Herr Peter Heilrath, ganz rechts außen hier mal. Er kandidiert für Bündnis 90 Die Grünen in München Süd. Ist 48 Jahre alt, ein gebürtiger Münchner, man muss das mal festhalten, Rechtsanwalt und Filmproduzent und Sprecher der Grünen Landesarbeitsgemeinschaft Europa, Frieden und Internationales, also von daher natürlich durchaus für dieses Hearing passend. Und laut seinen Wahlinformationen will Herr Peter Heilrath Außen- und Friedenspolitik mit seinem moralischen und grünen Kompass gestalten. Herr Heilrath, da kann ich nur sagen, in Sachen fairer Handel haben wir jede Menge zu tun. Herr Loos, mit Ihnen möchte ich anfangen. Wir wissen von der CSU, dass Sie das Lied des Freihandels singt, obwohl Sie ja eigentlich auch Mitverfasserin der Bayerischen Verfassung ist, alle wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl und überhaupt ist die Bayerische Verfassung auch sehr heimatbezogen. Kapitalbildung ist kein Selbstzweck, steht da zum Beispiel auch drin. Dennoch ist die CDU, die CSU in ihrem Wirtschaftsprogramm durchweg bejahend, was Freihandelsabkommen betrifft.
obwohl zum Beispiel auch die Gutachten der EU-Kommission ergeben haben, dass noch nicht mal Wirtschaftswachstum von relevanter Größe zu erwarten ist und schon gar nicht Arbeitsplatzsteigerungen von relevanter Größe, sofern man die anstrebt und also sofern man Wachstum weiter anstrebt über weiteren Freihandel. Aber konfrontieren möchte ich Sie vor allen Dingen mit einem Zitat über den Verfassungsbestand unserer westlichen Rechtsstaaten. Soll ein Regelwerk gewölbt werden, das niemand versteht, das keiner kontrolliert und das aber alle beherrscht? Eine Art weltliche Scharia des Managerkapitalismus. Die Parteien sind höflichst gebeten, vor dieser Gefahr die Augen nicht mehr zu verschließen. Das schrieb Ihr Parteikollege Peter Gauweiler in der Süddeutschen Zeitung am 15. September letzten Jahres. Der befürchtet bei einem die Lobbyherrschaft als eine wirkliche antidemokratische Entwicklung. Aber dennoch haben Sie jetzt Gelegenheit, 3 Minuten den Freihandel zu verteidigen, so wie die CSU sieht. Ich hoffe, es funktioniert, ja. Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier die Stellung meiner Person, aber auch durchaus die Sichtweise der CSU darzustellen. Also zunächst einmal, Sie haben jetzt auch einen großen Wurf gemacht, da geht es zunächst einmal nicht um TTIP, TISA, EPA, sondern zunächst einmal um Freihandel. Was bedeutet Freihandel? Ich bin schon ein Anhänger von Freihandel und das, was hier an Projekten geplant ist, da muss man dann im Besonderen reden. Freihandel ist meiner Meinung nach schon eine Voraussetzung, dass die Menschen, sagen wir mal, ein lebenswertes Leben haben. Ich möchte da durchaus mal Beispiele anbringen, zum einen aus der Geschichte. Wenn man sich denkt, wenn es die Zollunion vor 150 Jahren nicht gegeben hätte, wäre Deutschland immer noch ein kleines, zerklüftetes Ländchen. Und wenn die Europäische Union es nicht geschafft hätte, alle Handelshemmnisse, also auch nicht tarifärer Art, abzuschaffen, dann würde es uns in Europa auch nicht so gut gehen. Also die Grundlinie, denke ich, schon, dass Freihandel, und ich glaube, da sind wir noch nicht mal unterschiedlicher Meinung, Freihandel heißt natürlich auch fairer Handel, ganz klar, ganz deutlich. Aber das bedeutet natürlich, dass alle Agierenden dann natürlich in gleichermaßen in eine und dieselbe Richtung ziehen. Natürlich gibt es viele Bereiche. Was verstehen Sie unter Fairness? Also wenn Sie sagen, natürlich fairer Handel. Ja, fairer Handel muss für beide Seiten eine sinnvolle Handlung sein. Ich möchte es an einem Beispiel darlegen. Wir haben schon vor vielen Jahren, nur mal so als Beispiel, in Pakistan eine bilaterale Vereinbarung geschlossen, die natürlich auch solche Dinge mit einschließt, wie Investitionssicherheit etc. Weil kein Unternehmen wird, wenn es nicht gewisse Standards auch gibt und gewisse rechtlichen Verbindlichkeiten in einem Land, wird ein Unternehmen da rein investieren. Das würde keiner von uns tun. Und ich denke, wir sind uns auf einer Meinung, dass nicht alle Länder dieser Erde den Standard, den Rechtsstandard, den wir in Deutschland haben, pflegt. Das finden wir selbst in der Europäischen Union, da könnte man sogar ein bisschen tiefer gehen, selbst in der Europäischen Union bin ich da ein bisschen sehr vorsichtig. Also es geht darum, wir haben mit Pakistan zum Beispiel so ein Abkommen geschlossen und es hat sich gezeigt, dass die Unternehmen dort investiert haben, und damit aber auch Arbeitsplätze geschaffen haben für viele, viele Menschen. Dass es dazu natürlich auch, vor allem natürlich auch transparenter Lösungen geben muss, das ist meiner Meinung nach ganz klar. Ich glaube nicht, dass kein Staat dieser Welt in der Lage wäre, sämtlichen Entwicklungsländern das Kapital zur Verfügung zu stellen, das es benötigt, um eine gleichwertige Entwicklung oder einen gleichwertigen Stand der Entwicklung zu bekommen, wie wir das hier in Europa haben. Also müssen wir den Unternehmen Anreize geben, dass sie dort auch investieren. Und das ist in meinen Augen Standards setzen, die natürlich nicht von oben herab an schwächere Länder diktiert werden, sondern in einem gemeinsamen Verfahren, möglichst natürlich multilateral, also nicht nur zwischen einzelnen Staaten stattfindet. Und ich denke, dass Wohlstand auch damit zu tun hat, wenn wir die Handelshemmnisse, also insbesondere die Zölle, aber von mir aus auch die Nicht-Tarifhemmnisse abschaffen, das ermöglicht meiner Meinung nach den Menschen, auch in den schwächeren Staaten, eine Entwicklung.
Ich möchte noch ein kleines Beispiel bringen. Darum habe ich gesagt, beide Parteien müssen natürlich in gleicher Weise mitmachen. Um jetzt bei BPA zu sein, oder wie Sie es nennen, BPA, hat man ja jetzt zum Beispiel, in Afrika. Richtig, ist ein und dasselbe auf Deutsch BPA, BPA International, hat Gerd Müller, der Entwicklungshilfeminister, den Vorschlag gemacht, dass die Entwicklungsländer durchaus auch noch eigene Zölle erheben können sollen, damit sie eben nicht von der Schwemme aus Europa überrannt werden. Aber da hat sich eben auch gezeigt, dass diese Länder oft nicht mal das Interesse daran haben, sondern sagen, ja, uns sind die billigen, die günstigen Waren, die wir aus Europa so bekommen, natürlich viel lieber. Wir kommen noch in viele, also wenn wir in die Tiefe gehen, die ganzen AKP-Problematiken müsste man natürlich auch beleuchten. Aber ich glaube, ich habe es jetzt mal ganz kurz so dargestellt, Freihandel ja, aber er muss fair sein. Danke. Für Widerspruch ist das bitte. Ja, Gudrin, dann mache ich mal mit Ihnen weiter. Man muss ja prinzipiell der SPD Lob zollen dafür, dass sie die Themen Freihandel zumindest intensiv diskutiert hat. Okay, dann hören wir hier sofort auf. Super, das nehme ich gerne weiter mit der Frage. Und die Basis war ja durchaus mehrheitlich gegen CETA beispielsweise, auch in München, wie wir ja mitbekommen haben. Aber letztlich haben sich dann doch sowohl im Parteikonvent als auch im Europaparlament die Befürworter von CETA durchgesetzt. Dadurch haftet Ihre Partei so ein bisschen der Geruch der Umfallerpartei an, die dann doch letztendlich, wenn es darauf ankommt, Unternehmensinteressen vor Bürger- und Verbraucherinteressen stellt. Nun kommt CETA in den Bundestag. Bisher ist es ja nur im Europaparlament beschlossen. Und in der nächsten Legislaturperiode wird man im Bundestag ja noch mehrere Freihandelsabkommen haben. Sicherlich auf jeden Fall TISA und CEFTA. Und bei TISA nur ganz kurz nochmal referiert, was ja unser Kollege Christian Schwarzenberger auch schon gesagt hat. Bei TISA besteht laut den Leaks die Gefahr, dass die öffentliche Daseinsvorsorge unter die Räder kommt, der Finanzsektor wieder dereguliert wird und die deutschen Arbeitsstandards und Löhne durch Wanderarbeit herunterlaufen werden. Und bei CEFTA, dem geplanten Abkommen mit Japan, belegen auch wiederum Leaks, ansonsten wird ja völlig geheim verhandelt, dass man offenbar bei CEFTA weit hinter CETA-Standards zurückfällt, sowohl bei dem Thema Investorenklagen, für die wieder private Schiedsgerichte vorgesehen sind, und auch Arbeitnehmerrechte und das Vorsorgeprinzip beim Gesundheitsschutz sind schlechter bzw. gar nicht verankert. Das nur noch kurz als Charakterisierung der Verträge, die da auf Sie zukommen. Würden Sie als Bundestagsabgeordneter und würde Ihre Partei CETA und den beiden neuen Verträgen unter solchen Voraussetzungen zustimmen? Ich muss ganz kurz noch eine Sache berichtigen. In der Frage vorher wurde gesagt, die bayerische Verfassung hätte irgendwas mit der CSU zu tun. Ja? Die hat ein Sozialdemokrat geschrieben und das ist merkt man auch. Aber das ist schon wild. Die Kommunisten auch. Ja, also ich bin sehr dankbar für die Rückbesinnung auf die Bayerische Verfassung, weil es eine gute Verfassung ist. Ich bin gefragt worden, wie schaut es denn mit den Entscheidungen aus, die für mich als Bundestagsabgeordneter dann anstehen, wenn diese Freihandelsabkommen ins Parlament kommen. Da habe ich auf jeden Fall mal zwei Prinzipien. Das erste ist, dass ich eben entscheiden muss natürlich auf der Grundlage, die dann vor mir liegt. Also die Leaks und die Gerüchte und die verschiedenen Dinge bringen mir für meine Entscheidungsfindung jetzt nur bedingt was, wobei natürlich die Art des Zustandekommens schon charakterisierend ist für diese Abkommen, um es mal milder auszudrücken. Ich weiß zwar, und ich bin da vielleicht auch ein bisschen in Dissens mit der Mehrheit hier im Raum, dass Geheimhaltung in internationalen Verhandlungen manchmal notwendig ist, damit man gut verhandeln kann. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass das sozusagen eine
Geheimhaltung zu untereinander nutzen war, wie jetzt bei manchen Friedensabkommen, wo das sozusagen notwendig war, damit man dann plötzlich rausgehen kann und sagen, so, jetzt haben wir uns vertragen, sondern dass dann manch gegenüber den Konzernen oder gegenüber manchen anderen Playern ja keine Geheimhaltung da war, weil die ja gut Einfluss nehmen konnten. Also das ist etwas, was wir schon berücksichtigen müssen. Ich sehe es genauso mit der Frage nach dem Race to the Bottom, also der Wettfahrt auf den Grund, den wir befürchten müssen bei der Frage von Arbeitsschutz, bei der Frage von Umweltbedingungen, von Verbraucherschutz. Und da müssen wir einfach natürlich schauen, und das möchte ich dann auch machen, wenn ich sozusagen solche Abkommen zu entscheiden vorgelegt bekomme, wie ist es da? Für mich sind die roten Linien, die SPD mal gezogen hat, schon weiter noch existent. Das wäre für mich auf jeden Fall was, woran ich es beurteilen würde. Auch dann, wenn meine Partei das bisher am Ende, sage ich mal, anders interpretiert hat. Ich fand es falsch. Ich weiß auch, wir als bayerische Sozialdemokraten auch fast geschlossen, bis auf unseren damaligen Vorsitzenden entsprechend anders abgestimmt in der parteiinternen Abstimmung. Und ich finde, das ist immer noch etwas, was ich eigentlich sehr gerne auch anders gesehen hätte. Ich möchte aber auch, und das war mir wichtig, auch dann, wenn ich selber mitdemonstriert habe, auch gegen CETA, auch gegen TTIP, möchte ich schon sagen, dass es wichtig ist, und zwar schön, das heute zu sehen, dass es auch passiert ist, dass wir anerkennen, dass da durchaus Dinge auch vorangekommen sind, dass es auch sozusagen Verbesserungen gegeben hat. Ein Punkt, der mir ganz nah am Herzen liegt, deswegen möchte ich damit schließen, ist die Frage der Daseinsvorsorge. Da habe ich sozusagen mehrere Punkte dazu. Da sind wir als Münchnerinnen und Münchner im Prinzip ein ungebranntes Kind, weil wir nämlich im Gegensatz zu den anderen unsere Stadtwerke nicht verscherbelt haben, weil wir die weiter aktiv auch dort steuern und eingreifen können und dann auch dabei sind. Und ich glaube, dass mir Florian Bieberbach sozusagen ordentlich was erzählen würde, wenn ich da entsprechend anders abstimmen würde. Das heißt, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Daseinsvorsorge weiterhin zu ermöglichen in kommunaler Hand, weil ich glaube, dass die Kommune das am allerbesten kann. Herr Birkenau, die Linke, bei der rennen wir natürlich auch eine Tür ein, die Linke stand immer neben den Protestierenden, ist mit uns auf der Straße gewesen, hat auch sehr viele, sehr viel beigetragen, auch, also wirklich als Bildungsbewegung und Aufklärung und Dossiers und Manpower und Kampagnen. Jetzt möchte ich Sie vielleicht nochmal speziell fragen, wie Sie den Zusammenhang sehen zwischen Freihandel und Migration, weil wir ja immer auch auf Fluchtursachen schauen wollen und da ja insbesondere auch den Freihandel, gerade was zum Beispiel Afrika betrifft, immer kritisch unter die Lupe nehmen. Ja, vielen, vielen Dank für die Frage. Also ich glaube, dass dass das Thema direkt mit Fluchtursachen zu tun hat. Und das sind nicht die Fluchtursachen, die wir immer, wo es dann um Kriegsgeflüchtete direkt geht, das gibt es natürlich auch, aber vor allem erstmal, was wir immer beschönigend hören als Wirtschaftsflüchtlinge. Und ich will sagen, vorweg erstmal damit aufräumen, dass Wirtschaftsflüchtlinge, dass es denen auch in irgendeiner Form zu Hause irgendwie besser gehen kann, als Geflüchtete im Krieg sein, weil natürlich letztendlich auch ein verhungernder Mensch aus wirtschaftlichen Gründen versucht, dieses Land zu verlassen, er will nämlich überleben. Deswegen ist die Unterscheidung zwischen Wirtschaft und Kriegsflüchtlingen für mich ein großes Problem. Es geht darum, können die Menschen vor Ort in irgendeiner Form überleben, können die Menschen leben und können die Menschen gut leben? Und das ist nicht der Fall. Jetzt werden wir konkret mit diesem afrikanischen Abkommen oder Abkommen mit Teil Afrikas, zum Beispiel Westafrikas, können wir mal ganz konkret werden. Was passiert denn da? Wir haben einen Züchter von, also Flügelzüchter zum Beispiel, das Beispiel kam, und wir haben jemanden, der Blumen nach Europa exportiert, und wir haben jetzt geschaffen verschiedene Abkommen. Wir haben zunächst die Idee gehabt, dass wir Schutzzölle quasi für Afrika auch ermöglichen. Jetzt, und das ist das, was unter Fairness passiert, oder eben nicht unter Fairness abzubuchen ist, jetzt passiert genau das, dass gesagt wird, wenn ihr quasi nicht mitmacht bei dem Abkommen, dann werden wir diese Schutzzölle wieder wegnehmen und ihr dürft quasi sowas wie Rosen oder Blumen nach Europa nicht mehr exportieren, beziehungsweise wird teurer für die und deswegen wird es nicht rentabel. Nun hat Afrika, die afrikanischen Länder, das Problem, was machen wir jetzt?
exportieren wir, also nehmen wir es hin, dass diese Blumen exportiert werden, weiter exportiert werden und nehmen wir es nicht hin, also quasi lassen wir uns erpressen, lassen wir uns nicht oder lassen wir uns nicht erpressen. Das Problem ist, dass in der einen Frage sofort der Rosenzüchter vor dem Aus steht. Er steht vor dem Aus und weiß, was er tun soll. Und dann ist die Frage, was die Familie damit machen wird. Was die Familie da tut, ist, es gibt ja keine soziale Absicherung hier. Deswegen ist die einzige Folge, die Person hat, zu sagen, wir können es uns nicht mehr leisten, können die Familie, mit der wir quasi, mit der wir gerechnet haben, mit dem Verkauf, mit dem wir gerechnet haben, können wir nicht weiter rechnen. Deswegen werden diese Kinder der Familie, wie auch immer, gezwungen, entweder etwas Eigenes irgendwie zu etablieren oder eben den Raum zu verlassen und sich selbst den Glück zu suchen. Und wenn die Leute damit nicht rechnen können, mit ihren Abkommen, mit den Ideen, was zu machen, wenn die Zölle quasi wieder weg sind, dann werden die Leute vor allem nicht stehen, werden von aufstehen, genau das, was sehen wir heute mit der afrikanischen Abkommen. Deswegen werden Leute aus wirtschaftlichen Gründen offiziell das Land verlassen, weil sie vor dem Licht stehen und wir haben die Folge, dass wir die Menschen aufnehmen müssen. Und ich glaube, wir müssen erkennen, dass dieses Wirtschaftsabkommen mit Afrika keine anderen Möglichkeiten zulässt, als die Menschen vor dem Licht stehen zu lassen. Ja, Heilrat, zunächst noch ein schönes Zitat von Ihnen. Kultur ist das Herz jeder Gesellschaft und Antrieb für Wandel. Ich will ihr zu mehr Unterstützung verhelfen. Ich trete insbesondere für einen stärkeren Schwerpunkt der Kultur gegenüber der Wirtschaftsförderung ein. Schönes Zitat, hinter dem wir sicherlich alle stehen können. Ich komme jetzt auf TISA zu sprechen, wie Sie sich denken können. Und TISA könnte jedenfalls nach den veröffentlichten Leaks intensive negative Auswirkungen nicht nur auf die sonstige öffentliche Daseinsvorsorge, sondern auch auf den Kulturbereich haben, weil Subventionen bzw. Buchpreisbindungen wegfallen könnten, die nach TISA als wettbewerbsfeindlich eingestuft werden. Ohne die aber kein Theater, keine Oper, keine Verlage und keine Buchläden leben könnten. Geschützt soll bei TISA ja nur werden der audiovisuelle Bereich. Offensichtlich ist in den Augen der Verhandler Kultur eine ganz normale Ware. Wie stellen Sie sich dazu? Ja, das Interessante ist, dass ich in dem Kulturbereich sogar bei CETA noch die viel größeren Probleme sehe. Aber wenn wir jetzt mal bei TISA bleiben, dann ist das insofern ein interessantes Beispiel, weil sich da auch widerspiegelt, was in anderen Bereichen innerhalb von TISA auch mit der öffentlichen Daseinsvorsorge ein Problem ist. Da ist es tatsächlich so, dass ähnlich wie bei CETA, da sind viele Strukturen auch ähnlich verhandelt worden, große Bereiche eben tatsächlich ungeschützt bleiben. Und das trifft große Teile der öffentlichen Daseinsvorsorge, trifft für große Teile der öffentlichen Daseinsvorsorge zu, das trifft aber in der Tat auch für den Bereich der Kultur zu, der eben tatsächlich vom Staat, von den Gemeinden, von den Städten betrieben wird. Und es gibt da skurrile Versuche, sich da auch rauszureden. Es gibt tatsächlich Ausnahmen aus diesen Problematiken, die aber in der Tat dann nur Kulturbetriebe schützen, die ihre Leistung kostenlos anbieten. Also in dem Moment, wo die Museen alle for free wären, dann wären sie tatsächlich vor TISA geschützt, aber das betrifft natürlich kaum einen Kulturbetrieb. Und ganz problematisch ist in der Tat, wenn ich auch als Stadt Kulturbetriebe so quasi privatisiere, outsource, nicht mehr unter den geschützten städtischen Fittichen habe, dann sind sie tatsächlich in ganz extremem Maße der Konkurrenz ausgesetzt und dann kann dann tatsächlich auch ein kanadisches Unternehmen herkommen und sagen, wieso kriegt dieses Theater dort eine Förderung, ich nicht, wenn ich hier nebendran ein ähnliches Theater aufbaue. Also da sind wir eigentlich ziemlich d'accord, da sind wir ganz, ganz vehement dagegen. Ich muss übrigens auch sagen, weil gerade gesagt wurde, man weiß ja so vieles noch nicht und man will es dann auch erst entscheiden, wenn es vor einem liegt. Da ist der Anspruch natürlich, und da muss er natürlich auch sein, mehr wissen zu wollen. Also Transparenz in den Verhandlungen,
mehr Mitwirkung derer, die auch betroffen sind, das muss auch bei solchen Verhandlungen ganz vorne stehen, finde ich ganz entscheidend. Können Sie nur was sagen? Letzter Satz haben Sie was gesagt. Die Publikumfragen kommen nach der nächsten Runde dran. Sie können sich gerne so lang setzen. So ja. Es gibt niemanden aus Afrika hier. Bitte, das Publikum kommt anschließend dran. Warten Sie noch 20 Minuten. Warten Sie noch 20 Minuten, dann sind Sie dran und dann bitte mit Mikrofon. Wir kommen jetzt zum Zweiten, wir fassen uns ja eher so kurz, finde ich. 3 Minuten sind für mich zu wenig, ja. Ich rede, aber ich bin 35 Jahre in Deutschland. Ja, alle, das ist eine Aber ich auch. Ich bitte, auch bitte, ich Sie auch sind rede. Später dran, nicht jetzt. 3 Minuten sind mir zu wenig. 3 Minuten sind mir zu wenig. Ich erkläre den Deutschen das, gegen die armen Länder Deutschland kämpft und kaputt macht. Genau. Also, okay. Wir verstehen. Wir verstehen jede Empörung. Also, hier im Saal sitzen auch viele, die sich seit vielen Jahren mit Empörung auf die Straße begeben. Ich meine, wir sind hier auch hauptsächlich die Zivilgesellschaft, die dafür sorgen musste, dass Politiker aufgeklärter sind und wach werden. Es gab eine europäische Bürgerinitiative, 1,5 Millionen Deutsche haben diese europäische Bürgerinitiative gegen CETA TTIP unterschrieben. Es gab wahnsinnig viele Menschen auf den Straßen und alles immer ehrenamtlich. Und jetzt dann die Verarsche, dass also mit diesem japanischen Handelsabkommen es noch intransparenter ist, obwohl uns versprochen worden war, ja, in vielen Punkten habt ihr ja recht, die Intransparenz ist wirklich undemokratisch. Und diese Klagerechte von Investoren gegen Staaten sind wirklich nicht demokratisch. Und jetzt kommt alles von hinten wieder und noch schlimmer. Also man muss verstehen, dass da auch sehr viel Empörung und Wut ist. Und deswegen auch meine Frage an Sie, Herr Loos. Das ist ja an Ihnen sicher auch nicht spurlos vorbeigegangen. Fühlen Sie sich dieser Bürgermeinung nicht verpflichtet? Ich meine, Sie vertreten ja auch den Mittelstand, die ganz normalen Bürgerinteressen. Sie sind selber mittendrin in diesem Leben ja auch. Also wieso ist die CSU und jetzt natürlich auch Merkel beim G20-Gipfel so eindeutig auf der Seite der Global Player, der Konzerne und der großen Investoren, von denen ja dann der Mittelstand eigentlich auch abgehängt wird? Also zunächst einmal, aus meiner Sicht ist diese Hamburger Erklärung zum G20-Gipfel, ja, ich sage es jetzt mal so, nicht so eindeutig. Also ich glaube, da wird sogar sehr viel Kritik daran bemerkbar. Und wenn man sowohl europäisches als auch deutsches Handeln letztendlich mal untersucht, ist diese Interessenlage, ich sage es mal ganz vorsichtig, durchaus ein bisschen zu relativieren. Zu JETA ist natürlich gesagt, JETA ist gewissermaßen jetzt eine Ausflucht, weil die TTIP nicht zustande kommt, bei dem Trump in Amerika sagt... JETA meinen Sie? JETA. JETA heißt eigentlich, das ist von uns zum kanadischen CETA. Und ich denke, das ist jetzt auch erst in den Anfängen. Und da würde ich jetzt mal vor allem anfangen. Wir alle wissen eigentlich nichts. Das müssen wir mal ganz klar sagen. Wir haben sehr viele Vermutungen, was in diesen einzelnen Verhandlungen tatsächlich am Ende herauskommt. Der Dr. Goodwin hat vorhin eigentlich ganz richtig gesagt, dass natürlich in den Verhandlungen zunächst einmal noch keiner seine Karten aufdeckt und sagt, wie weit er bereit ist zu gehen. Natürlich haben wir jetzt, vielleicht zurückzukommen auf CETA, hier hat Brüssel bzw. das Europäische Parlament bereits zugestimmt. Und Gott sei Dank, ich bin ein Anhänger der Subsidiarität überhaupt, also Subsidiarität kann man denn erklären, also dass die kleinstmögliche Organisationseinheit eigentlich Vorrang hat vor den globalen Einheiten. Ja, also zunächst einmal der in der Region etwas schaffen, bevor die oberste Einheit über alle hinweg das Gleiche macht. Ne? Weil die kleineren Regionen, die können natürlich viel spezieller auf die Bedürfnisse der Menschen und der gesamten Situation reagieren, wie jetzt eine Supra-Behörde. Ne? Also, wie gesagt, CETA, TTIP, wie sie alle heißen,
Wir wissen da tatsächlich noch zu wenig. Ich freue mich selber darauf, wenn das in der nächsten Legislaturperiode im Bundestag drin ist, weil dann werde ich mich ganz massiv in die Details begeben. Sie haben es gerade richtig gesagt, ich sehe mich zum einen für die Menschen hier, ich sehe mich auch für den Mittelstand hier und ich sehe naturgemäß, ich würde auf einem anderen Stand leben, wenn ich sagen würde, dass bestimmte Dinge jetzt zumindest nicht meinen Gefallen finden, aber ich habe sie noch nicht gelesen. Die muss ich erst einmal in diesem Regelwerk sehen und dann kann man dementsprechend auch was tun. Und wenn Sie da alle mithelfen, ob das jetzt Attac heißt oder sonst irgendjemand, irgendeine Organisation, das spielt für mich keine Rolle. Wenn es inhaltlich ja, dagegen zu kämpfen gibt, dann werden Sie mich auch auf Ihrer Seite haben. Aber es muss sachbezogen sein, es muss sinnvoll sein und es muss ein Erfolg für die Menschen in unserem Land, aber auch in den anderen Ländern haben. Auch in den Entwicklungsländern, weil da ist es wichtig, da müssen wir auch Dinge tun, das will ich vielleicht extra dann, sonst halt verpasst die drei Minuten, muss man vieles tun, damit ein Bleiben der Menschen in ihrer Heimat möglich ist. Danke. Herr Los, gestatten Sie eine kurze Nachfrage. Das Ziel der Frage ging ja darin, die Mehrheit der Bürger hat sich gegen TTIP und CETA ausgesprochen. CETA ist bekannt. Gegen CETA gingen Hunderttausende von Bürgern auf die Straße. Warum kümmert sich die CSU und die CDU als Partei nicht um den Bürgerwillen? Das war eigentlich die Frage. Dann möchte ich da ganz konkret eine Stellung dazu nehmen. Der Bayerische Landtag, Mehrheit der CSU. Der Bayerische Landtag hat zu CETA auch eine ganz klare Stellung abgegeben, hat auch gesagt, dass es gewisse Punkte, das ist die Transparenz, das ist die Übergerichtsbarkeit, natürlich auch angemahnt. Und noch ist die CSU, die ja nur in Bayern vorhanden ist, noch nicht am Ball, weil das geht natürlich nach Berlin und daran wir uns als CSU tatsächlich ganz massiv einbringen. Aber aus München können wir das natürlich nicht, weil wir eben nur Region sind. Danke. Okay. Eine zweite Frage an Herrn Goodwin. Nochmal ein Zitat vorangestellt von Ihnen. Sie merken, ich habe Sie gut studiert. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall eine starke, freie und vielfältige Medienlandschaft. Denn nur wenn die wichtigen Debatten öffentlich geführt werden und den Mächtigen auf die Finger geschaut wird, dann funktioniert Demokratie. Jetzt die Frage dazu. CETA wurde praktisch bis zum Schluss hinter verschlossenen Türen verhandelt. Auch Bundestagsabgeordnete haben nichts davon erfahren bis zum Schluss. Bei TTIP haben nicht Proteste Bundestagsabgeordneten dazu geführt, dass wenigstens Leseräume eingerichtet worden sind, sondern die Proteste der Zivilgesellschaft auf der Straße. Und die Leseräume waren ja eigentlich für Bundestagsabgeordnete auch schon eine Zumutung. 2 Stunden ohne Handy, ohne Mitarbeiter und anschließend darf man mit niemandem drüber reden. Knallkörper kann ich ja nur sagen. Knallkörper. Und niemand hat sich lautstark im Bundestag dagegen ausgesprochen, außer dem Bundestagspräsidenten, aber die Bundestagsabgeordneten ganz offensichtlich nicht, die damaligen. Die EU-Kommission und die Bundesregierung haben damals bei TTIP mehr Transparenz versprochen. Bei TISA und jetzt bei CEFTA wird dieses Versprechen schon wieder gebrochen. Beide Abkommen werden seit 4 Jahren strikt geheim verhandelt. Und es gibt noch nicht mal Leseräume. Und dies gilt auch für die anderen 18 Freihandelsabkommen, die parallel von der EU-Kommission derzeit verhandelt werden. Wir erfahren überhaupt nichts von Transparenz, keine Spur. Und wieder gibt es keine Proteste dagegen von den Bundestagsabgeordneten. Wie stellen Sie sich als Bundestagskandidat auch angesichts Ihres vorgenannten Zitats zu dieser Problematik? Also meine Haltung an der Stelle ist, dass es
habe ich ja auch gerade schon erwähnt, dass wir ein gewisses Maß auch an ja, Geheimhaltung von Verhandlungen auf internationaler Ebene immer haben. Warum denn? Warum denn, Herr Goodwin? Danke für den Einwurf. Die Karten auf dem Tisch. Also ich habe jetzt gerade zwei Nachfragen erhalten, kann ich gleich gerne dazu Stellung nehmen. Also gewiss heißt für mich, man muss am Anfang ein bisschen verhandeln, muss sich gegenseitig abtasten, muss rauskriegen, was will der andere, um dann sozusagen eine Verhandlung führen zu können. Es ist sozusagen ein Teil der Vertrauensbildung. Wenn ich Verhandlungen führe, dann werde ich das meistens auch nicht auf dem öffentlichen Marktplatz tun, sondern tue ich das erstmal sozusagen im direkten Gespräch. Und das halte ich erstmal für gut. Die Frage ist, und ich glaube, dass es am Ende zu besseren Ergebnissen führt, grundsätzlich. Ich glaube aber, und das ist jetzt sozusagen der Punkt, der hier aus meiner Sicht an der Stelle schon ein Problem ist, ist, dass das zu weit getrieben wurde und dass es jetzt wieder zu weit getrieben wird. Ich glaube auch, dass es zwei Gründe hat. Der erste Grund, habe ich vorhin auch schon genannt, ist, dass es nämlich überhaupt nicht geheim ist für manche, nämlich für bestimmte Interessensgruppen haben sehr wohl Zugang und haben auf die Art und Weise Einfluss auf die Verhandlungen, während andere nicht Einfluss haben. Und das ist für mich eben nicht dem Prinzip sozusagen zu sagen, wir werden jetzt erstmal uns vortasten, sondern da geht es dann darum, quasi einfach, dass bestimmte Machtinteressen besser Zugang haben zu den Verhandlungen. Und der zweite Punkt ist eine ganz klassische Taktik, habe ich auch schon manchmal erlebt, zu sagen, ja, wir schnüren jetzt ein Paket und dann hinterher sagen, oh, sorry, das war jetzt alles so kompliziert, jetzt können wir das nicht nochmal aufschnüren, das geht jetzt halt, wir müssen es komplett nicht, ja, das ist friss oder stirb. Und ich glaube, dass wenn jemand mir als Bundestagsabgeordneter etwas derart vorliegt und diese Strategie genommen hat, dann werde ich halt möglicherweise sagen, ja, dann fresse ich aber nicht, weil es eben aus meiner Sicht Punkte gibt, die offen geblieben sind, weil Dinge dabei sind, die mir nicht passen. Und wenn ich nicht die Chance hatte, vorher meine Bedenken zu artikulieren, weil es mir vorher nicht zugänglich war, dann müsst ihr halt damit leben, dass ich möglicherweise nicht zustimme. Ich habe den Vorteil als Abgeordneter, der nicht auf der Landesliste abgesichert ist, der sozusagen direkt von seinem Wahlkreis gewählt werden muss, dass ich ein gewisses Maß an Unabhängigkeit habe, dass ich dann auch einfordern würde an einer solchen Stelle. Und ich habe zusätzlich natürlich noch den Vorteil, in der bayerischen SPD zu sein, wo wir, glaube ich, an der Stelle auch ganz gut unterwegs sind. Also, habe ich irgendwas vergessen, einfach? Vielleicht kann man das Wort Vertrauensbildung aufgreifen. Also, weil dieses Reden davon, ja, Geheimhaltung ist doch Vertrauensbildung, ist doch klar, dass es am Anfang geheim gehalten wird. Also, es handelt sich ja eigentlich um Handelspartner und nicht um Handelsgegner. Und es klingt eigentlich so, wie wenn es irgendwie Krieg wäre und wir also da also Deals erringen müssten und das in einem harten, wechselseitigen Abringen nur ginge. Daran sieht man ja schon den Charakter dieses Welthandels, wie er sich entwickelt hat, dass das unter solchen Bedingungen entstehen muss, während wir die Vorstellung haben, dass ein Handelsabkommen in einer kooperativen Haltung von Öffentlichkeit begleitet stattfinden sollte, weil das wäre wirklich eine Vertrauensbildung, wo die Bürger mitgehen und wo die Unternehmen mitgehen und die Politiker mitgehen können und eine wirkliche Urteilsbildung stattfinden kann in einem gesamten kooperativen Verfahren. Herr Würpiner, Sie sind ja mit der Medienwissenschaftler auch. Wie sehen Sie denn die Rolle auch der Medien, der Zivilgesellschaft, der nicht geschehenen Aufklärung? Das ist ja irgendwie auch ein Trauerspiel der Demokratie. Es kommt auf die Akteure an. Ich muss mich zumindest entschuldigen bei einigen von Ihnen. Ich würde gerne nachher noch was zu geflüchteten Fragen gestellt bekommen, weil ich glaube, das war mehr, als ich eben erwähnen konnte. Ich glaube, also zum einen geht es ja eben um Handelsabkommen und um Friedensdiskussionen, wo ich, was einfach schon mal ein Unterschied ist. Zum zweiten war bei Teaser, wenn ich mich an die erste Seite erinnere, als geleakt wurde, wurde ja gesagt, dass es 5 Jahre nach dem Beschluss dieses Abkommens erst veröffentlicht werden soll. Also, das ist wirklich eine richtig krasse Nummer. Und das führt mich zum zweiten Punkt nochmal, was der Hintergrund ist, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Mir geht es nicht darum, das ist vielleicht ein typisch linkes Prinzip, mir geht es nicht darum, zwischen Ländern
zu diskutieren. Es geht nicht darum, dass die USA und Europa sich gegenseitig unbedingt was abdrücken. Ich glaube, es geht viel mehr darum, dass es einige Unternehmen gibt, auf den einen wie auf der anderen Seite des Atlantiks, die möglichst geheim, natürlich in Form von mit Diskussion der Regierung, gegen die Mehrheit der Bevölkerung Sachen durchsetzen wollen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist der Und deswegen, also es ist sozusagen mein erstes, da nicht die Medien anzugreifen, habe ich, das fällt mir generell ein bisschen schwerer. Es gibt nur Möglichkeiten, die es vielleicht früher nicht gibt, die teilweise auch genutzt wurden. Muss man auch mal sagen, die teilweise genutzt wurden, und zwar eben genau von NGOs, also sei es in Greenpeace, jetzt mit Chapter, aber auch schon früher, dass sie eben geleakt wurden und verteilt wurden. Dass alle Menschen darauf zugreifen können. Kommen wir allerdings zum zweiten Problem, und das hat für mich auch, das ist nicht der entscheidende Punkt für den Rechtsdruck in der Welt, also müssen wir jetzt nicht zu tief gehen, aber es hat durchaus noch Ansätze. Wir diskutieren die ganze Zeit darum, dass das Vertrauen in die Repräsentierenden in der Demokratie zerstört sei. So. Wenn man sich CETA, TTIP und so weiter anschaut, dann ist das auch berechtigt. So, es gibt. Wie kann ich denn das mir anders erklären, wenn ich Teaser mir anschaue und sehe, dass 5 Jahre später etwas erst veröffentlicht werden soll? So. Da ist ja ein Misstrauen in die Bevölkerung auch vorhanden. Das ist der nächste Schritt. Wir sind Misstrauen in die Bevölkerung. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, da rauszukommen. Also erstens veröffentliche ich das nicht, das wird veröffentlicht von NGOs. So. Dann gibt es welche, die es komplett durchlesen und den kapitalistischen Ansatz an dem ganzen Ding erkennen, und es gibt welche, die ihn nicht wirklich erkennen. Und aus diesem Misstrauen, dass er nicht erkannt wird, gibt es eben nicht unbedingt ein kritisches Denken, sondern es gibt was, die wollen doch sowieso nur immer, und diese Verschwörungstheorien, die wir leider alle zu genüge kennen. Deswegen gibt es auch eine rechte Kritik an TTIP und CETA, die völlig daneben ist, völlig absurd ist. Die wollen ja auch nicht groß was verändern, wenn man sich die einzelnen Positionen an der Rechten anschaut, aber es gibt eine Kritik dran, die in Richtung Verschwörung geht. So. Und der einzige Gegenpol, den man dann bieten kann, ist zu sagen, wir müssen eine kritische Gegenöffentlichkeit bieten. Und das, finde ich, ist zum Großteil auch, also ist passiert, aber eben nicht von Parteien, immer noch nicht von den regierenden Parteien, sondern eben von NGOs. Und dafür bin ich dankbar für. Wir haben uns quasi denen anschließen können und haben unseren Teil dazu beitragen können, in kleinen Anfragen, also bei uns hat ja auch, also es war ein kleiner Widerspruch zu Ihnen, also die linken Abgeordneten haben natürlich gesagt, das geht überhaupt nicht. Gregor Gysi hat vom James-Bond-Charakter gesprochen, weil einzelne Fehler in den Texten drin waren, die quasi jedem Abgeordneten vorgelegen haben. Wenn diese Person es also geleakt hätte, was da drin stand, hätte man rückführen können, von wem wer es geleakt hat. So absurd wurde es dann. Das heißt also, diese Gegenöffentlichkeit hat mit Teilen der Medien eben stattfinden können, aber eben nicht von Seiten der Regierung und nicht von Seiten der regierenden Parteien. Ich kann durchaus ein Kompliment machen, die kleinen Anfragen Ihrer Parteikollegen haben viel zur Klarheit beigetragen. Vielen Dank. Nur noch eine kleine Klarstellung. Bei TISA wird natürlich nicht das gesamte Abkommen, wenn es mal unterschrieben ist, weiterhin 5 Jahre geheim gehalten, sondern die Verhandlungspositionen der einzelnen Staaten. Nur damit das klar ist, weil man wundert sich ja sonst. Dann wird es Verschwörungstheorie. Ja, das ist falsch ausgedrückt. Gut. Ja, das ist schon ein Unterschied, aber trotzdem natürlich auch, war bisher in keinem der Abkommen so, dass die Verhandlungspositionen 5 Jahre geheim zu halten sind. Herr Heilrath, die letzte Frage jetzt dieser ersten Runde an Sie. Die Grünen haben sich in ihrem Parteiprogramm eindeutig gegen diese Art von Freihandelsabkommen ausgesprochen, und sie waren auch im EU-Parlament geschlossen gegen CETA. Jetzt kommt aber genau die Frage, CETA kommt in den Bundestag und zumindest nach einem neueren Gutachten auch in den Bundesrat, und im Bundesrat könnten die Grünen zusammen mit den Linken, dort wo sie Regierungsbeteiligung haben, CETA kippen. Und viele NGOs haben schon versucht,
von den Grünen eine Klarstellung zu bekommen, ob sie das denn auch wirklich tun würden. Und da wird jetzt rumgeeiert. Und die Frage, ist den Grünen also doch, wenn es ernst wird, das Thema fairer Handel nicht so wichtig? Ich habe kurz geantwortet, damit ich jetzt besonders viel Zeit habe. Ich werde jetzt ein paar Sachen sagen, die Sie gut finden, dann ein paar Sachen sagen, die Sie wirklich schlecht finden, und ich bin nicht sicher, ob wir uns am Ende einig werden. Also eins vorab ganz klar, CETA ist für mich natürlich in dieser Form auch ablehnenswert. Einmal natürlich, weil es diese Form von Investitionsschutz in der Tat nicht braucht, auch nicht in der neuen Form über den Investitionsschutzgerichtshof. Und zum Zweiten, weil wir auch da nicht den nötigen Schutz für die öffentliche Daseinsvorsorge haben. Das übrigens ganz kurz noch ergänzend zu dem, was Herr Loos zu dem geplanten japanischen europäischen Abkommen sagt. Natürlich wissen wir da tatsächlich noch nicht viel, aber ich bin bereit, nach dem, was wir bei TTIP, CETA und TISA erlebt haben, Wetten abzuschließen, dass die gleichen strukturellen Fehler, was den fehlenden Schutz öffentlicher Daseinsvorsorge und anderer staatlichen Handels angeht, genau dort auch wiederfinden werden. Die Grünen. Die Grünen sind eine auch intern sehr streitbare Partei. Und ich gebe zu, das mag ich eigentlich, dass wir uns intern oft auch nicht einig sind, fulminant streiten und oft auch in der Außenwirkung dann nicht ganz das geschlossene Bild abgeben, das sich einige auch wünschen würden. Das ist das eine. Das andere ist, immerhin im Bundestag, in der Bundestagsfraktion ist man sich ja ziemlich einig darüber, dass man CETA ablehnen will. Der Bundesrat, wenn man einen Blick ins Grundgesetz wirft, wirkt an der Gesetzesbildung mit des Bundes, hat aber logischerweise eine andere Funktion, als sie der Bundestag hat. Und ich stelle jetzt auch mal so ein bisschen vorsichtig in Frage, ob wir denn grundsätzlich wollen, dass der Bundesrat als die Vertretung der Länder tatsächlich das Kontrollinstrument sein soll, das völkerrechtliche Verträge gibt. Ja. Ich sag mal ein Beispiel, wo ich zum Beispiel schlecht fand. Das war, als der amerikanische Senat das Kyoto-Abkommen abgelehnt hat und deswegen die amerikanische Beteiligung am Kyoto-Abkommen gekippt hat. Das ist für mich ein Beispiel, wo tatsächlich eben auch eine Ländervertretung sich in Bereiche hineinbewegt hat, die aus meiner Sicht nicht zwingend in ihre Kompetenz gehören. Das ist das eine. Das Dritte, was ich sagen will, ist, ohne jetzt mit Winfried Kretschmer gesprochen zu haben, kann ich so ein paar seiner Sachzwänge zumindest nachvollziehen. Er steht natürlich in einem Bundesland, wo witzigerweise, und das ist ganz wichtig, nicht nur die Unternehmen ihm sagen, wir wollen das, sondern es sagen dort in Baden-Württemberg auch intensiv die Gewerkschaften, wir wollen das. Und da würde ich mir möglicherweise in der Funktion eines Ministerpräsidenten, der tatsächlich in dem Moment ganz klar die Interessen seines Landes zu vertreten hat, möglicherweise auch schwer tun. Jetzt sage ich aber trotzdem noch das Letzte, was mir auch wichtig ist. Nichtsdestotrotz, auch ich würde mir wünschen, dass auch Winfried Kretschmer und alle anderen Landesvertreter der Grünen erkennen würden, dass es auch ihren Ländern langfristig nicht nützt, dieses CETA zu unterstützen. Aber ich bin bereit, diesen Spagat unterschiedlicher Meinungen auch innerhalb der Grünen zu ertragen. Ja, dann ist jetzt, haben sich alle an die 3-Minuten-Regel gehalten. Vielen Dank dafür. Dann ist jetzt viel Zeit für Sie und Ihre Fragen. Ich würde auch sagen, dass Sie dann als Erster auch Recht haben. Ich würde Sie nur dringend bitten, es gilt jetzt nicht die 3-Minuten-Regel auch für Ihre Beiträge. Ich bitte Sie, sich auf 1 Minute jeweils zu beschränken, ungefähr. Und ich bitte Sie auch, die Fragen, die Sie haben, vielleicht an jemanden konkret zu stellen. Aber es gibt natürlich auch Fragen, von denen sich mehrere angesprochen fühlen. Es geht nicht nur um Fragen, es geht darum, dass wir Statements abgeben, dass wir anderer Meinung sind als hier die 4 Leute, die hier vorne sitzen. Ja! Soll ich Sie auf die Liste schreiben? Ja, jetzt erstmal okay. Hier den Afrikaner. Mit
den Mikrofonen. Ich habe auf eine Minute beschränkt. Das ist gegen mich, das verstehen alle. Ja. Und ich habe versprochen, 10 Minuten konnte ich euch alles erklären. Ich darf es nicht. Ich würde nur drei Themen wählen. Ich bin 35 Jahre in München. Ich, München und Fisch. Das würde die ganze Welt uns erklären. Das habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. Ich, Fisch. Fisch, das man, den man isst. Ja. Und München. Das ist genug, um die Welt zu verstehen. Um auch das, worüber Sie reden, verhandeln und alles auch zu verstehen. Ich bin 83 in Deutschland gekommen. Und da komme ich aus einem Volk, man sagt, wir sind überredet. Klären wir das. Und ich habe alles mitbekommen in Deutschland. Ich habe Franz Josef Strauß gehört, bis er gestorben war. Ja. Helmut Kohl, die Einheit, bestimmt der Einzige, der gegen die Einheit war. Deswegen, ich hasse ja nicht die Deutschen, wir haben nichts gegen die Einheit, aber in Berlin wurden wir geteilt. Ich bin ein Somalier. Aber ich muss als Äthiopier gelten. Freihandel! Ja! Ja! Ja. Da kommt! Aber wenn man mich abweist, Telefon, das kommt dazu. Ja, das ist kein Problem. Also, wenn man nicht keine Geduld hat, dann können wir auch nicht. Sie glauben mir, die Zeit muss ich das nicht entscheiden. Jetzt machen wir weiter. Warum? 1884 wurden wir in Berlin geteilt. Russland war dagegen, alle waren dagegen, dass wir für die Deutschen eine Großvolk werden, ja. Leider sind wir geteilt worden und ich komme aus Äthiopien, ich bin aber 75% der Leute, die leben in Äthiopien, sind Somalier. Und hier gelten wir alles Äthiopien aufgegeben. Das sind die Lügen aufgegeben. Wir können das nicht umgehen, von heute auf heute. Und wenn wir aufgekehrt haben, dass wir etwas tun auf der Welt, dass wir irgendetwas in diesen 5 Teilen, wo wir geteilt wurden in Berlin, was auf die Beine bringen, haben die Deutschen auch dagegen. Ihre Minute wäre ich verstehe mich darum. Vorbei. Wenn ja, verhandeln. Ja, da kommt das zu. Da kommt das zu. Ja, ich erkläre die Welt. Moment. Und dann 1983 bin ich hier gekommen. Ja, Thema. 1983 haben sie Krieg angefangen. Krieg angefangen in Somalia, auseinandergebrochen, 91. Der Norden ist frei. Aus eigener Kraft, Demokratie, zwei Parlamente, alles haben die geschafft. Tschechen und Slowaken dürfen auseinandergehen, weil sie Europäer sind. Jedes eigenes Land, aber die Somalier, die dürfen gar nicht auseinandergehen. Wir dürfen nicht zusammen sein und auch nicht zusammenkommen. Komisch, oder? Warum hat Europa alles von uns? Ich komme dazu, das ist der Hardcore der Politik. Wollen Sie mir abreißen? Oder wollt ihr holen? Ja. Wollt ihr holen? Wenn nein sagt, hoch. Nein. Ich hab gewonnen, wenn ja sagt. Nein. Nein. Jetzt ist es gut. Ich darf gar nicht. Das war jetzt ein Fehler. Ich bitte wirklich sehr, wir haben wirklich sehr gerne Geduld und wir verstehen auch wirklich heftige Emotionen. Und trotzdem weiß ich, dass hier ganz viele sitzen, die auch sehr viel Wut und Heftigkeit im Bauch haben und die auch sehr gerne sich äußern wollen. Deswegen haben wir jetzt einfach ein Ende gesetzt und bitten jetzt andere zu Wort zu kommen. Und ich bitte auch wiederum alle, den anderen jetzt Geduld entgegenzubringen und einfach bitte weiterzumachen. Und sich kurz zu fassen, bitte. Ich mache es ganz kurz. Es ist ja so, ich sehe also hier sämtliche Parteien. Ein Großteil der Parteien eiern so. Und genau die stören mich langsam. Mein Name ist Kling, ich bin von den Senioren Verdi, der Vorsitzende in München und bin im Landesseniorenausschuss. Wir haben sämtlichen Parteien auch zu diesen Themen Klagebögen geschickt. Wissen Sie, wie die Antwort war? Die CSU hat sich zurückgemeldet mit 1%
Und wir warten doch auf die Antwort Ihres Parteivorstandes in München. Okay? Die Linke ist angemeldet worden, die hat mit 83% geantwortet. Die FDP ist angemeldet worden, die hat sich mit 11% gemeldet, die SPD mit 37%. Das ist der Bürgerwille. Und dann darf ich noch was vorausschicken. Ich war heute beim Tollwut, habe Unterschriften gesammelt für das Wasser. Wir haben also innerhalb kürzester Zeit ungefähr 400 Unterschriften zusammengebracht. Das ist der Volkeswille. Und den Volkeswille sollt ihr vollziehen. Das heißt, glaub, gegen die Privatisierung des Wassers. Den Volkeswille sollt ihr vollziehen. Und was ich da hier oben jetzt gehört habe von verschiedenen Parteien, ist ein Lumpeneier. Ich glaube, das war eher ein Kommentar als eine Frage. Sie können alle dann anschließend auch noch dazu Stellung nehmen. An alle eine Frage. Ich habe gehört, dass sehr viel geheim gehalten wird. Und irgendwann erfahren vielleicht die Allgemeinheit, um was es geht. Ich habe gehört, dass die Großkonzerne ihre Interessen durchsetzen wollen. Und jetzt kommt meine Frage. Es gibt ja nicht nur Großkonzerne, es gibt sehr viele kleine Betriebe. Was geschieht mit denen? Werden die von den Großkonzernen und von den geheim gehaltenen Politikern einfach platt gemacht oder werden die Interessen von den kleinen Firmen mit berücksichtigt? Das ist meine Frage an Sie. Danke. An alle. An alle. Vielleicht, damit erstmal so sich ein bisschen auf Luft gemacht werden kann, machen wir jetzt einfach eine Runde mit 5, oder? Und machen dann wieder hier oben eine Antwortrunde. Ja, ich würde Herrn Dr. Grundwege kurz darauf. Sie haben angesprochen, dass Sie Geheimhaltung gut finden. Und was ich mich frage, vielleicht auch nicht informiert genug, aber kann man sich als hier jetzt alle Gegner möglicherweise dieser Freihandelsabkommen mal in die Situation der entscheidenden Politiker oder der Unternehmen versetzen? Was ich gerne verstehen würde, was sind denn deren Gründe, also deren persönlichen, beziehungsweise wie sieht es ein Unternehmen, warum möchten die überhaupt so eine Geheimhaltung? Also was spricht aus deren Sicht für diese Geheimhaltung? Was spricht aus Sicht eines Politikers, der entscheidet für Geheimhaltung? Ist es Angst vor Revolution oder ist es... Also diese Frage würde ich Ihnen gerne stellen. Die meisten Leute sind schlecht für die Leute. Ich wollte mich auch mal melden. Ja, hallo, ich bin der Max Müller, die oben gerade bleiben. Ich finde ganz wichtig, dass wir uns nicht nur über das Verfahren unterhalten jetzt, also wie da jetzt Geheimhaltung gekriegt wird und so weiter und so fort, sondern auch über den Sinn von solchen Feierabendabkommen. Herr Loos, Sie hatten das ja angesprochen vorher. Sie sehen das als Nachfahren sozusagen der Europäischen Zollunion und so weiter und so fort. Das bezweifle ich ein bisschen, weil wir heute in einem anderen Wirtschaftsumfeld leben. Wir haben eine viel größere Arbeitsteilung heutzutage und deswegen glaube ich, können wir viel weniger von solchen Freihandelsabkommen profitieren als damals, wo der einfach die örtliche Position sozusagen der Kohle, Stahlvorkommen und so weiter und so fort natürlich versprochen haben, dass man die Effizienz steigern kann. Also lassen wir uns doch anschauen, es gibt bereits Freihandelsabkommen, NAFTA zum Beispiel, zwischen den USA und Mexiko. Das hat tatsächlich das Handelsvolumen erstmal gesteigert zwischen diesen beiden Staaten. Wenn man allerdings genauer hinschaut, ist der Bärenanteil der Steigerung eigentlich nur ein firmeninterner Handel, der angestiegen ist. Weil viele Firmen in Mexiko zum Beispiel Autoteile produzieren, die dann nach USA importiert werden. Man kann auch Gegenbeispiele anschauen, das finde ich auch sehr interessant. Gegenbeispiele wären zum Beispiel Sanktionen, weil Sanktionen genau das Gegenteil sozusagen bewirken, wie ein Freihandelsabkommen, und zum Studieren eines Freihandelsabkommens sind die ganz praktisch.
Weil sonst gibt es ja gar keine Situation, wo plötzlich der Handel endet, sozusagen. Also wir können schauen, was hat der Handel für uns, für den Wohlstand, für Vorteile. Und jetzt schauen Sie sich mal Russland an, das seit mehreren Jahren mittlerweile von Sanktionen überzogen wird, der ganzen Welt. Wir haben am Anfang gesehen, es hat tatsächlich ein Abknicken gesehen. Wir sehen aber auch jetzt, dass Russland durch den Rubelkurs, der Senkung des Rubelkurses, wirtschaftlich diese Sanktionen relativ gut aufwachen konnte. Und unter dem Aspekt möchte ich einfach mal fragen, in welchem Verhältnis stehen denn solche Freihandelsabkommen dazu, dass wir als Souverän wirklich ganz stark an Macht verlieren? Das verstehe ich nicht und das möchte ich gerne, dass Sie mir das erklären, Herr Lewis. Vielleicht noch eine Frage dazu. Richtig verstanden, dass die Aufgaben des Bundesrates bestehen darin, dass die Länder bei der Gesetzgebung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mitwirken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe, dass Sie dem Bundesrat die Funktion der Kontrolle zuschreiben. Ein Heirat. Ja, wir haben jetzt verschiedene Konflikte. Fangen wir doch weg, dann der letzte Die Rolle des Bundesrates. Okay. Ich wollte aber noch zu mehr Sachen was sagen. Ja. Also, der Bundesrat, meine Meinung ist, dass der Bundesrat eben gerade nicht ein Kontrollorgan für völkerrechtliche Verträge sein sollte. Also, das ist aber eine persönliche Einschätzung. Obwohl die Verträge die Länderinteressen ja sehr berühren. Zwar alle Länder. Ja, da bin ich in der Meinung, dass es da aus meiner Sicht, ähnlich wie die Unterschrift des Bundespräsidenten, nicht das richtige Kontrollorgan ist. Da sollte der Bundesrat dagegen stimmen. Aber aus meiner Sicht ist der Bundesrat dafür nicht das richtige Kontrollorgan. Ja. Weil die Länder haben ja auch Kulturhoheit und die Länder haften mit bei Investorenklagen. Also ich wäre schon dafür, dass mein Landesparlament sich darum kümmert. Selbstverständlich eine legitime Haltung. Ich habe ja vorhin auch das Beispiel mit dem amerikanischen Senat gebracht, wieso ich der Meinung bin, dass es eben tatsächlich diese Art von Ländervertretung aus meiner Sicht nicht geeignet ist, völkerrechtliche Verträge zu machen. Kann man anders machen. Ich wollte zu der Geschichte mit dem Freihandel, die Ihr Kollege neben Ihnen angeteased hat, noch was sagen. Ich finde, es ist interessant zu sehen, und das ist in der Tat spannend, zu beobachten, wo, in welchen Bereichen hat Freihandel was genützt, wo hat es nichts genützt. Und wo hat es tatsächlich auch geschadet. Ich glaube schon, dass man im Großen und Ganzen feststellen kann, dass gerade bei schon entwickelten Staaten der Freihandel tendenziell eher genützt hat. Und auch bei sich entwickelnden Staaten, zumindest wenn sie ein gewisses Stadium von Industrialisierung schon erlebt haben, sprich zum Beispiel als Indien und China angefangen haben, internationalen Freihandel zu betreiben, dort erheblich was genutzt haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich entscheidend, dass man, das ist ja auch das, was wir versuchen, hier auch zum Teil gemeinsam zu vertreten, wenn man Freihandelsverträge abschließt, tatsächlich bestimmte schützenswerte Kernbereiche auch in der Tat abschirmt. Dazu gehört eben tatsächlich zum Beispiel die öffentlich-rechtliche Daseinsvorsorge, dazu gehört aus meiner Sicht auch zum Beispiel Geschichten wie Verbraucherschutz, dazu gehört grundsätzlich Bereiche, wo staatliches Handeln eingeschränkt werden kann durch Freihandelsabkommen. Also jetzt auch Stichwort Teaser, weil wir das vorhin zum Beispiel angedacht haben, die Problematik Teaser. Wenn ich da zum Beispiel nach der momentanen Verhandlungslage in einem Unternehmen, in einem Bereich, wo ich vielleicht zum Beispiel private Vorsorge in gewissem Maße privatisiert habe, dort versuche,
Gesetzgebungen in Sachen Wasserqualität oder bestimmte Regelungen bei der Müllabfuhr einzuführen, dann wird tatsächlich durch dieses Abkommen werden bestimmte Regelungsmöglichkeiten des Staates beschnitten. Und das darf in der Tat nicht sein. Also ich sage Freihandel ja, aber tatsächlich mit ganz klar geschützten Kernbereichen, die davon nicht betroffen werden. Herr Albert, wenn Sie das Mikrofon gerade haben, können Sie auch noch eingehen auf die erste Frage der Dame mit Hut. Da ging es ja darum, ob in diesen Verträgen auch die Interessen von KMUs, von Bürgern und so weiter mit berücksichtigt werden. Klein- und Mittelunternehmen, Entschuldigung. Das ist jetzt eine Frage der Sichtweise, weil auf der einen Seite natürlich ist, wenn ich jetzt an diesen Investitionsschutz denke und an Freihandel, dann ist natürlich in der Theorie erstmal auch das kleine Unternehmen, das versucht mit eigenen kleinen Produkten irgendwie auf den Weltmarkt unterzukommen, was ja mittlerweile in Zeiten der Digitalisierung gar nicht mehr so abwegig ist, durchaus auch mitgeschützt und hat da bestimmte Handlungsmöglichkeiten, die sich erweitern. Auf der anderen Seite ist aber ganz klar, dass die Konzerne, also die Großen, die auch in der Lage sind, mit ganz anderen Investitionsvolumen zu agieren, natürlich in einem Maße besser und aus einer Sicht, unserer Sicht auch ungut geschützt sind, weil sich tatsächlich auch in dem, was jetzt immer noch Verhandlungsstand ist, beziehungsweise bei CETA nicht Verhandlungsstand, sondern auch abgeschlossene Geschichte ist, im Rahmen des Investitionsschutzgerichtshofs tatsächlich da Klagemöglichkeiten auch gegen den Staat entstehen, die wir auch nicht richtig finden. Also das ist tatsächlich, insofern ist es tatsächlich ein Vertragskonglomerat, das eher an den Interessen der Konzerne ausgerichtet ist, als an den Interessen der Kleinunternehmen. Aber es sind natürlich zwei verschiedene Arten von Herangehensweise. Okay. Herr Gutwin, machen Sie vielleicht gleich dann weiter mit der Frage über den Sinn der Geheimhaltung. Ich könnte dann auch die Frage. Genau, ich habe mir so ein bisschen mitgeschrieben, verschiedene Dinge. Der erste Bundesrat, da wollte ich dir schon nochmal was sagen, Peter, du bist auf dem falschen Dampfer. Ich verstehe deine Haltung, ich würde es auch so machen, wenn ich versuchen würde zu sagen, hier einen Weg zu eröffnen, warum Kretschmann da so oder so abstimmt. Aber es ist einfach ein ganz klarer Punkt, wir haben ein Zweikammersystem und da das Parlament besteht aus zwei Kammern, die zweite Kammer ist halt der Bundesrat und der muss komplett mitwirken und der darf auch Nein sagen, das ist richtig so. Das ist schön, jetzt habe ich einmal eine klare Antwort gegeben, weil nämlich der nächste Punkt ist hier das Rumeiern. Es ist ein sehr berechtigter Vorwurf bei mir, das kann ich komplett mit unterschreiben. Es liegt an den komplizierten Fragen, so zumindest auf meiner Seite. Für mich sind es komplizierte Fragen, die Sie stellen und ich kann da nicht ganz leicht einfache Antworten geben, ohne einfach nur Phrasen zu dreschen, ohne auch... Ich versuche auch wahrhaftig zu bleiben und auch ehrlich zu sagen, was ich meine und was ich dafür richtig halte. Und dann kann es sein, dass es sich für Rumeiern anhört und wenn ich irgendwie näher mir das anschaue, dann werde ich es auch für Rumeiern halten. Also tut mir leid, ich versuche nur tatsächlich eine korrekte Antwort auf eine komplizierte Frage zu entwickeln. Die Frage zu den kleinen Firmen. Das ist etwas, was mich durchaus bewegt. Das ist etwas, was ich glaube, was auch wirklich einer der Konstruktionsfehler ist an der Art und Weise, wie diese Abkommen zustande gekommen sind, weil eben tatsächlich der Einfluss von denen, die sozusagen die Möglichkeit haben, Einfluss auszuüben, und das sind halt die großen Konzerne eher, einfach wesentlich stärker war als der Einfluss derer, die sozusagen einen Handwerksbetrieb haben. Ja, und das ist ein Problem und das ist eine der Dinge, die man im Produkt am Ende anschauen muss, sozusagen, ob das dazu geführt hat, dass das ein schlechtes Produkt ist, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das der Fall ist. Geheimhaltung. Was ich sagen wollte bei der Geheimhaltung, ist für mich eine Frage des Prozesses. Ich habe häufig schon Verhandlungen geführt, in ganz verschiedenen Kontexten, also auf meiner kleinen Ebene, wo ich quasi Interessen von
von Mitarbeitern vom Radiosender M945 gegenüber den, der BLM vertreten habe. Und ich habe halt festgestellt, dass man manche Dinge besser mal hinter verschlossenen Türen diskutiert, um dann klar zu sich zu werden, was will der andere, was will ich. Und dann braucht man aber auch eine Transparenz. Ja? Aber ich sage sehr wohl, und da stehe ich auch dazu, ein gewisses Maß an Geheimhaltung, das ist meine Lebenserfahrung, ist nicht immer schlecht und ist manchmal förderlich. Das, die Frage ist, wie es jetzt hier konkret, hat es sich konkret auf das Produkt ausgeübt, und da habe ich versucht, auch darzustellen, was meine Sorgen sind und wo ich auch sehe, was es ein Problem ist. Eine kleine Anmerkung zu der Frage der Revolutionen übrigens, das, damit würde ich gerne schließen, ist, meine geschichtliche Erfahrung, so wie ich es gelernt habe, haben am Ende selten die Mächtigen wirklich unter Revolutionen gelitten, sondern meistens die armen Leute, und deswegen bin ich da eben eher ein reformatorischer Veränderer dieser Welt. Ja, in diesem Sinne auch dann die nächste Frage an Herrn Loos von hinten Ihnen nach der Souveränität. Also Souveränität, das heißt also die Macht eigentlich ja des demokratischen Bevölkerungskörpers. Sie haben ja sich bezogen auf die Anfänge der Europäischen Union, und natürlich waren die Anfänge der Globalisierung auch mit viel Wohlstandsgewinnen für alle verbunden. Jetzt haben wir eine ganz andere Zeit, und ich finde auch, Sie haben da ein bisschen einen kühnen Sprung gemacht, also dass das jetzt per se immer fortschrittlich bleibt. Wir haben diese zunehmenden Klüfte, wir haben diese Ungleichgewichte, wir haben die Konkurrenz zum Klimaschutzabkommen, dass wir wissen, immer mehr Freihandel bringt immer mehr Transporte und immer mehr Warenwahnsinn, und deswegen ist doch die Situation heute eine vollständig andere als zu den Zeiten, die Sie jetzt so schön auch nochmal erinnert haben. Und die Frage nach der Souveränität dann deswegen nochmal an Sie. Gut, also zunächst einmal ganz klar, Bürger und Bürgerinnen sind die Souverän, das ist die Souverän unseres Staates, da stehe ich vorbehaltlos dazu. Ich stehe aber nach wie vor vorbehaltlos auch dafür, dass wir freien Handel schaffen. Da gibt es viele Gründe dafür. Und ich möchte jetzt, was hier noch überhaupt nicht gesagt wurde, ich komme schon auf den Punkt, was hier überhaupt noch nicht gesagt wurde, es geht um Verhandlungen zwischen zwei Vertragspartnern. Wir können jetzt nicht von unserer Seite aus sagen, dass wir nur unsere eigenen Ideen durchsetzen, sondern wir müssen natürlich auch die Ideen oder die Bedürfnisse der anderen Seite mit berücksichtigen. Das macht solche Verhandlungen immer sehr, sehr schwierig. Hinzu kommt, dass diese ganzen Handelsabschlüsse, die anstehen, zunächst einmal von Europa und USA verhandelt werden. Wir haben also mit den einzelnen nationalen Ebenen zunächst einmal noch nichts zu tun. Das ist eine europäische und amerikanische Angelegenheit. Und unsere Aufgabe wird es sein, ich habe das vorhin schon gesagt, dass wir dann, wenn wir dran sind, das heißt, also wenn das Bundesparlament dran ist, darüber zu entscheiden, dann müssen wir natürlich auch alle Einzelheiten kennen. Alle Einzelheiten. Jedes kommt in jeden Punkt. Und ich werde nur dann zustimmen, das sage ich hier ganz klar und deutlich, wenn ich wirklich jedes kenne, jeden Punkt kenne. Und dann kann man abwägen. Muss man hier Zugeständnisse machen, um den anderen Partner auch zu verstehen, oder sind diese Zugeständnisse nicht tragbar? Ich denke jetzt zum Beispiel Daseinsvorsorge, soziale Standards, Urheberrechte etc. Ich will sie gar nicht im Einzelnen aufzählen. Das muss Bestandteil unserer Haltung sein, die müssen wir auch ganz klar verteidigen. Dann nehmen Sie gerne bei Wort. Ja, können Sie gerne. Aber Herr Loos, das Problem ist doch, es wird bis zum Abschluss geheim verhandelt, dann legt man Ihnen die Verträge vor und dann dürfen Sie nicht mehr einzelne Klauseln verändern, sondern Sie dürfen nur noch Ja oder Nein sagen. Das ist die Verfahrensweise. Also da habe ich ein anderes Verständnis dafür, wenn wir mit dem Bundesparlament so weit gekommen sind, dass wir nur noch abdecken, was irgendwo festgelegt wird, sind wir auf dem falschen Weg. Das ist nicht mein Verständnis. Werden Sie dann mit Nein stimmen? Ich sage jetzt nicht, dass ich mit Nein oder Ja stimme, sondern ich sage es ganz klar und deutlich. Ich werde mir das Vertragswerk ganz genau durchlesen. Und ich muss für mich, und das ist eine Gewissensentscheidung, ich muss für mich, oder vor meinem Gewissen muss ich entscheiden, weil ich, wie gesagt, an vielerlei Interessen denken muss. Und ich denke natürlich, und ich sage das jetzt hier auch mal ganz gleich und leite dazu über auf die Frage,
von der Dame mit dem Hut. Ich bin selber kleiner Mittelständler. Ich weiß, dass diese Handelsabkommen sowohl Vor- wie Nachteile sind. Ich sehe Vorteile, insbesondere für den kleinen Mittelstand, dass er damit Bürokratieabbau in einem riesigen Maße veranstaltet. Weil die ganzen, also insbesondere wenn man exportorientiert ist. Ich bin zum Beispiel auch in China unterwegs, mache dort Bildung, also ich weiß, was es bedeutet, auch mit Entwicklungsländern zusammenzuarbeiten. Oder Schwellenländern, wie sie es jetzt auch nennen. Was da an Muss, an Tätigkeiten aufzuführen ist, das können Sie sich nicht vorstellen. Aber ich denke, dass diese Handelsabkommen eines dieser Bereiche sind. Ich will beim Mittelstand aber auch bleiben. Ich selber habe Angst davor, dass die, ich will es jetzt mal an einem Beispiel darlegen, dass wir in Kentucky einen Schinken machen, der heißt Schwarzwälder Schinken. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich nicht unterstützen würde. Also wir haben da viele verschiedene Fragen, die muss man mal erst einmal in die Tiefe mal betrachten und dann sagen, ja, in welche Richtung läuft das insgesamt. Natürlich müssen wir gewisse Standpunkte aufgeben, aber wir müssen auch Standards setzen, um auch den anderen Ländern Chancen zu geben in einem gleichen Standard. Und der Standard muss für alle gelten. Und wir sind ja auch mit diesen Handelsabkommen ja nicht ganz so allein. Wir haben heute nicht über WTO gesprochen und Ähnliches. Wir haben ja schon Beziehungen, wir leben in einer globalen Welt. Und wir können nicht von Deutschland aus sagen, ja, wir machen dies oder jenes nicht mit, obwohl es für den Rest der Welt vielleicht durchaus sinnvoll wäre. Wahrscheinlich würde man dann irgendwann auch gar nicht mehr auf uns hören. Also wir müssen versuchen, unser Gewicht, das wir haben, einzubringen in die gesamten Verhandlungen. Und dass dann natürlich auch unterschiedliche Interessengruppen versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Ich habe das vorhin mit dem Investitionsschutz auch mal dargelegt. Wir können von staatlicher Seite, von allen Staaten zusammen, können wir es nicht leisten, dass wir das Kapital zur Verfügung haben, das wir brauchen, Entwicklungs- und Schwellenländer nach oben zu bringen. Aber wir können es durch eine Standardisierung, ich nenne es jetzt mal Standardisierung der Investitionstätigkeit, also Sicherheit, dass wenn ich investiere, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, vor ein sinnvolles, ordentliches Gewicht zu gehen. Das ist gut. Das gut, machen wir jetzt die nächste Frage. Ja, genau. Dann mal mehr deutscher Es kommen ja sicher auch noch Fragen. Eine Sache ist noch wichtig. Wir haben jetzt nämlich genau das gemacht, wovon der Kollege, der ganz am Anfang gesprochen hat, gewarnt hat, nämlich ihn gar nicht mehr zu beachten und seine Worte gar nicht zu beachten. Und wenn dann überhaupt in seinem Namen zu reden, das fand ich jetzt doch auch spannend, weil er hat ja genau das gesagt, was passiert, was mit dem afrikanischen Handelsabkommen passiert. Er hat nämlich gesagt, dass über ihn geredet wird, während er sich selbst nicht einbringen kann. Deswegen wäre eine wahrscheinlich wieder weg. Wenn er noch da ist, wäre eine Sache, die man machen könnte, ihn in irgendeiner Form einen Text schreiben zu lassen, an uns zu schicken und dass wir darauf Stellung beziehen. Das fand ich einen sehr sinnvollen Ansatz, weil es natürlich auf der anderen Seite auch klar ist, dass die Zeit vielleicht nicht ausreicht, um damit die Frage komplett zu hören. Das war mir jetzt doch wichtig. Das Spannende ist an dem, was er gesagt hat, dass natürlich, und das haben wir auch gerade gesagt, Herr Loos, haben wir indirekt auch gesagt, dass wir sagen wollen, was für Afrika und die afrikanischen Staaten gut ist. Das passiert. Dass gerade bei afrikanischen Staaten ein Schutz notwendig wäre, damit diese Staaten einigermaßen anfangen können zu wirtschaften und eine Unterstützung vor Ort. Das passiert nicht. Das haben eben auch Leute gesagt, die jetzt nicht originär linksradikal sind, dass genau das Gegenteil passiert. Und deswegen wollte ich da auch nochmal eingegangen sein, weil ich glaube, dass Menschen, die vielleicht aus verschiedenen Gründen keine Stimme bekommen haben, dass die gehört werden sollen. Ja. Es ist ja so, dass die meisten Verhandlungen zwischen ungleichen Vertragspartnern stattfinden. Dazu muss ich natürlich schon was sagen. Weil auf dieses Gebiet, zu diesem Gebiet, habe ich mir überhaupt nichts gesagt. Das ist völlig falsch und ich lasse mich nicht umdrehen, was ich sage. Ich habe über Afrika in keinster Weise gesprochen, sondern über rein allgemeine Thematiken und wie wir sie von unserer Seite aus auch betrachten müssen. Wir müssen es betrachten im Sinne auch des Partners. Ob der Partner jetzt diesmal USA heißt oder ob der Partner jetzt Südafrika heißt oder Westafrika oder wie auch immer, haben wir es nicht ausgeschlossen, sondern generell Verträge werden zwischen Partnern geschlossen. Das ist mein Verständnis
Und dann muss ich eben auch auf den Partner Rücksicht nehmen, nicht nur meine eigenen Ideen durchbringen. Okay, wäre ja schön, wenn es noch mehr. Nächste Fragerunde. Ja, ich möchte auch was sagen zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Afrika. Also eigentlich sind es ja die AKP-Staaten, die nicht nur Afrika, sondern darüber hinaus auch noch die karibischen und pazifischen Staaten umschließen, alle früheren europäischen Kolonien. Das ist, dieses Thema kommt in der Publizistik so kurz, dass wahrscheinlich die meisten hier im Raum auch nicht genau wissen, worum es sich da handelt. Und wenig ist bekannt darüber, dass es jahrelangen Widerstand in afrikanischen Ländern gegeben hat. Ich spreche jetzt nur von Afrika, weil ich mich da besser auskenne. Ich habe insgesamt 9 Jahre dort gearbeitet in verschiedenen Ländern. Also, ich will Ihnen erzählen, um das Ganze zu begreifen, und dann schließe ich eine Frage an. Im Jahre 2010, war ich zufällig in Namibia, als der damalige Handelsminister in einer Grundsatzrede im Parlament dargelegt hat, warum sein Land auf keinen Fall das von Europa geforderte EPA-Abkommen unterschreiben kann. 4 Jahre später ist Namibia eingeknickt. Ich kam ein Jahr später dann wiederum nach Namibia und traf den neuen Handelsminister. Das ist ein deutschstämmiger Mann, den ich aus privaten Gründen her kannte. Und ich habe mit ihm ein Gespräch geführt, was aufgezeichnet ist und was auch veröffentlicht worden ist in der Zeitschrift Afrika Süd, wo ich ihn gefragt habe nach den Gründen, warum sie denn doch unterschrieben haben. Das könnte ich Ihnen jetzt länger ausführen, aber ich verkürze das mal auf einen Satz. Man hat Namibia gedroht, die Importquoten für den europäischen Markt, für Rindfleisch und Tafeltrauben sofort wegzunehmen, falls sie bis zu einem bestimmten Termin unterschrieben würde. Und wörtlich sagt der Minister, ja, das wissen Sie nicht, dass Tafeltrauben auch aus Namibia importiert werden, wird aber, ist ein ganz wichtiger Exportsektor für Namibia. Und dann hat der Handelsminister wörtlich hinzugefügt, dass, also wenn diese Exporte wegfielen, würde das heißen, dass unser Landwirtschaftssektor damit vernichtet würde. Meine Damen und Herren, also das sind Daumenschrauben aus unserem Jahrhundert. So werden afrikanische Länder behandelt. Wenn Sie sprechen, das steht ja bei uns in den Zeitungen alles nicht zu lesen, aber wenn Sie zu Attac-Kongressen fahren, können Sie so etwas hören. Wenn nämlich NGO-Vertreter aus diesen Ländern eingeladen werden. Schließt Sie jetzt noch eine Frage an, an ja, einen der Vertreter? Ich schließe jetzt noch eine Frage an. Überraschenderweise hat ein CDU-Bundestagsabgeordneter, war da lange, und jetzt ist er Afrika-Beauftragter, die Kanzlerin, er heißt Günther Noke, und er hat dazu geraten, die EPA-Abkommen für 10 Jahre auf Eis zu legen. Ich würde gerne wissen, also er hat gesagt, das sollte getan werden, damit man nicht bei der jetzigen Verfahrensweise bleibt, möglichst viele Exporte nach Afrika zu ermöglichen, sondern Afrika müsse in den Stand gesetzt werden, selbst zu produzieren. Deshalb sollte das auf Eis gelegt werden. Ich würde gerne wissen von Herrn Loos und auch von Herrn Goodwin, wie Sie dazu stehen. All diesen Themen, die jetzt schon
genannt worden sind, wie Schiedsgerichte, wie der massive Einfluss der Global Players und so weiter. Zwei Gründe nämlich. Der eine ist, die Politik gibt einen ganz großen Teil ihrer Macht, ihrer Einflussmöglichkeit außer Hand durch diese Freihandelsabkommen und damit auch die Macht des Volkes. Also wir haben dann nicht mehr viel zu melden. Und der zweite Grund für mich ist die Sache mit diesen Brexit-Klauseln, die jetzt, glaube ich, noch nicht angesprochen worden sind, die aber bedeuten, dass die Standards, unter denen jetzt die Freihandelsverträge abgeschlossen worden sind, nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Also wenn wir nach ein paar Jahren merken, dieses Freihandelsabkommen, oder sind ja jetzt sogar viele, sind für uns nicht gut oder für irgendjemand, man kann nicht mehr zurücktreten. Wenn ich da falsch bin, klären Sie mich bitte auf, aber diese Ratchet-Klausel gibt es. Ja, aber nur wenn keine Teile der Karte nicht in Schutzstand hat. Also, dann kann ich da vielleicht ein bisschen Informationen kriegen, aber wenn ich etwas unterschreibe, wo ich nachher nichts mehr ändern kann, dann ist es für mich ein Nebelvertrag und dann würde ich den einfach grundsätzlich nicht unterschreiben. Ich habe mich schon seit einer halben Stunde gemeldet. Es sind leider so viele Wortmeldungen, Sie kommen nein, schon noch dran. Ich bin vorhin. Ich muss, glaube ich, den Fragen stellen. Da hat sich die Frau dafür angesprochen. Ja, klar, ne? Wie stehen Sie dazu? Klar. Die Dame in Hellblau da vorne. Ich auch. Sie und der Herr, der. Ich bin, dann machen wir noch eine ganz kurze Frage, aber ich bin grundsätzlich für Freihandel. Aber in CETA ist ja auch so viel anderes mit eingebracht. Und das Europäische Parlament und die Regierung, wo die CSU und CDU viel zu sagen haben, haben dafür gestimmt. Und wie fühlen Sie sich, Herr Loos, wenn Sie jetzt nicht einmal wissen, was genau darin steht, wenn Sie das erst prüfen müssen? Also dazu noch eine Ergänzung an den Herrn Loos. Und zwar, also, wissen Sie überhaupt, dass man hier da in diesen Geheimverhandlungen sitzt? Also ist da überhaupt irgendein Politiker oder jemand, der, ich sage mal jetzt, irgendwie eine Verantwortung trägt dafür, was da in den geheimen Verhandlungen abgeht? Also, und dann nochmal die Frage, ich habe erfahren oder habe mal gehört, so dieser Vertragstext ist ja unheimlich groß, ich weiß nicht, über 1000 Seiten. Können Sie das Original überhaupt lesen oder brauchen Sie wirklich da eine gute Übersetzung, vielleicht sogar ins Bayerische? So, dann noch der Herr und dann machen wir bitte Runde wieder. Ich habe vorhin schon ganz deutlich gesagt, ich habe hier jetzt keine Fragen, sondern ich gebe ein Statement ab. Und ich sage eins, ich hoffe, dass Sie mich gut verstehen, dass Sie das Mikrofon nagelnoch dran haben. Hier, diese ganze Art und Weise des Prozederes, das ist alles recht schön und gut. Aber ich sage Ihnen eins in dem Zusammenhang, die ganzen Abkommen sind gezeichnet von den 500 größten Konzernen der Welt, egal ob Industrie, Bank oder Handel, und das sind nicht volksfreundliche, sondern volksfeindliche Verträge. Und deswegen sage ich, keinen dieser Verträge, weder TTIP, noch TISA, noch CETA, wir brauchen das nicht. Und wir sind auf die Straße gegangen, zweimal, in 2015 mit 250.000 Leuten in Berlin und im letzten Jahr im September mit 320.000. Und was hat Herr Gabriel gemacht? Er hat seine Partei dazu gebracht, zum CETA mitzustimmen. Was unser Fehler gewesen ist, dass wir nicht 1 Million Leute auf die Straße gebracht hätten, dann wäre das für Herrn Gabriel etwas schwerer gewesen. Und wenn nicht 1 Million, reicht dann eben 2 Millionen. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht, dass die 500 größten Monopole dieser Welt
uns vorschreiben, wie es läuft. Die Leute müssen alle weg. Das haben die jetzt konkret gesehen an VW, an Audi, an Daimler, BMW und so weiter. Das ist jetzt nur mal im Kraftfahrzeugbereich und das im Chemiebereich ist das dieselbe Show. Weg mit den Leuten. Diese Leute gehören alle vor den Kadi. Und dann werden die eingesperrt für 10, 20 und 30 Jahre. Danke für die Zuhörung. Hier, so muss das gehen. Ja. Hallo, Sie waren angesprochen. Ja, also eine Bemerkung war, dass wir doch erstaunt sind, dass Sie jetzt erst beginnen, diesen Vertrag, sich für diesen Vertrag zu interessieren, zu prüfen, ob das nicht doch schon zu spät ist. Also zunächst einmal, Damen und Herren, gleich die Antwort zu geben. Das Bundesparlament, CSU und CDU haben da noch nicht zugestimmt. Es kommt erst mal, das Bundesparlament. Es wird in der nächsten Legislaturperiode wahrscheinlich hoffentlich passieren. Etwas lauter. Aber bisher gibt es da keinen Beschluss. Lauter und näher dran. Es gibt dazu noch keinen Beschluss des Bundestages. In der Tat, aber im EU-Parlament haben Sie geschlossen zugestimmt, Ihre Kollegen. Ich gehe jetzt mal auf die Frage ein, wer das verhandelt. Verhandelt hat es ja Brüssel. Das hat ja nicht irgendeine nationale Regierung verhandelt. Man ist ja auch nicht dabei. Sondern es hat Brüssel verhandelt. Das habe ich vorhin schon mal ganz klar gesagt, das sind die jeweiligen Verhandlungspartner gewesen. Jetzt gibt es in die einzelnen. Und Herr Gabriel ist nach Kanada gefahren. Ja, das. So Zwischenrufe sind wichtig. Die einzelnen Nationalstaaten werden darüber befinden. Und nur wenn alle 27 sind, ja dann nur noch zustimmen, wird es dann auch seine Rechtskraft bekommen. Also das mal zu dieser Thematik. Hoffentlich das habe ich richtig ausreichend geantwortet. Wann noch was in dieser Frage? Wir haben dann auch noch eine Frage, die mit an Sie gestellt war zum Thema EPA. Ausführlich begründet, warum das 10 Jahre auf Eis liegen soll, weil sich afrikanische Länder damit nicht ausreichend entwickeln können. Ja, also ich habe vorhin schon mal ein Beispiel gebracht, dass der Entwicklungshilfeminister, der Müller, einen bekannt, der hat ja sogar den Vorschlag gemacht, dass im Falle dieser Handelsabkommen auch die afrikanischen Staaten oder die Entwicklungsländer, will ich es jetzt mal nennen, sind ja nicht nur afrikanische Staaten, die Möglichkeit haben sollen, selbst Handelshemmnisse zu errichten, um ihren Markt zu schützen. Es wäre schon mal ein Weg, dass sich solche Länder auch entwickeln können. Warum hat man überhaupt diese WPA in die Welt gesetzt? Das ist so vielleicht auch mal die Frage. Es handelt sich ja vor allem um ein Anliegen auch der WTO, dass die ehemaligen Kolonien der Europäer, die ja gewisse Vorzugsbehandlungen hatten, also die sogenannten AKP-Länder, die ja oft auch nur über den CFA-Fonds finanziert wurden, also wesentliche Erleichterungen hatten, hat natürlich nicht hineingepasst in die vielen anderen Länder, die davon nicht profitieren konnten und eben auch Entwicklungshilfe und Entwicklungsländer waren. Das war eigentlich der Anlass, Lomé 2000, da wurde das große Abkommen mit den AKP-Staaten geschlossen und mit den europäischen Staaten und da hat eben die WTO gesagt, dass das im Verhältnis zu anderen Entwicklungsländern wenig gerecht ist. Man möge einen Weg suchen und so sind die WTA, also ich nehme lieber den deutschen Begriff, die Wirtschaftspartnerabkommen geschlossen worden. Und ich denke, nochmal, von deutscher Seite machen wir da sehr viel gut, wir können viel noch besser machen. Und ich möchte auch nochmal zu dieser Frage, also auch der Rechtssicherheit etwas sagen, wenn es um Investitionen geht. Dann würden auch Sie nur dann investieren, wenn Sie wüssten, dass Sie einem Gericht unterstehen, das tatsächlich auch mit unseren Rechtsnormen entspricht. Also ich denke, es hat schon durchaus einen Sinn, aber wir müssen natürlich auf die Anliegen der Partner auch Rücksicht nehmen, egal ob es afrikanische oder amerikanische Staaten sind. Aber verstehen Sie unsere Argumente, dass wir sagen, die Menschenrechte sind ja auch Rechte. Warum haben wir nicht mehr Menschenrechtsschutz? Wie haben die denn in den letzten 20, 30 Jahren investiert? BMW hat in den USA investiert ohne Ende. Und so ein Quatsch. Frau Ziegler sagt, wir sollen nicht so viel nehmen.
Unternehmen, Sie reden jetzt immer darüber, wir müssen eben Investoren geben oder Investitionen, aber wir ziehen ja vor allem aus diesen Ländern Rohstoffe zu sehr ungerechten Bedingungen und Arbeitskraft und benutzen sie umgekehrt als Müllhalde. Also wenn Sie jetzt die Investorenrechte immer ansprechen, sprechen Sie doch mal über die Menschenrechte und welchen Schutz die eigentlich haben, als die, die Priorität haben sollten. Das Thema war ja nicht Menschenrechte, sondern die Handelsabkommen. Das ist unser Frage. Das ist unser Frage. Lauter Mensch! Bitte höflich. Das ist außer Frage steht. Wir haben in Deutschland dort alle den gleichen Standard, wenn wir die Menschenrechte reden. Alle, egal welcher Partei wir sind. Wir können auch diese Diskussion Also ich denke, ich selber stehe auch schon aus christlichen Grundwerten ganz klar und deutlich zu den Menschenrechten. Da können Sie mich auch beim Wort nehmen. Da bin ich sicherlich von keinem von Ihnen auf irgendeinem anderen Abstellgleis. Das halte ich für genauso wichtig. Wir haben Weltorganisationen dazu, wir haben eine UNO dazu, dass wir hier natürlich noch viel leisten müssen. Ich möchte jetzt mal auch noch mal ganz ausdrücklich sagen, wir hier in Deutschland, das muss man auch mal sagen, wir machen in diese Richtung, ich will jetzt nicht sagen, das Allermeiste, aber wir machen mindestens so viel wie alle anderen. Wir sind da auf einem sehr guten Weg, aber das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen können und sagen können, wir haben schon nur gemacht, wir müssen weitermachen. Das ist meine Meinung. Okay. Die Frage war ja auch an Sie gestellt zu dem Thema IGA und Sie kriegen auch noch mal die Gelegenheit, das zu verstehen. Also, ist ja vorher angesprochen worden, dass ich Wurzeln in Afrika habe. Ich habe auch ein halbes Jahr als Student in Südafrika gelebt und habe dadurch mein Bild auch von der Europäischen Union etwas korrigieren müssen, weil ich festgestellt habe, dass dieses außerordentlich liebenswerte Konstrukt, was ich, wenn du wirklich auch weiterhin vollstehe, grundsätzlich, von außen ganz anders ausschaut, wenn man nicht rein kann, wenn man die eigene Wirtschaft niedergedrückt wird daraus. Das war für mich sehr spannend, auch dort Volkswirtschaft zu studieren in Kapstadt, um quasi die Perspektive von dort einzunehmen und zu verstehen. Ich erlebe es sehr wohl, wenn man die Geschichte anschaut in den letzten in den Jahren seit der Befreiung, ja, in Anführungsstrichen, des afrikanischen Kontinents, haben wir im Prinzip sofort eine Rekolonialisierung einsetzen lassen. Ja, genau. Genau. Und das muss man einfach sozusagen auch genau hingucken in der Bilanz, wenn man eben anschaut, wie sind denn die Eigentumsrechte, wie sind denn sozusagen, wie sind die Ströme an Waren, an Dienstleistungen und wer hat am Ende mehr oder weniger. Wir haben aber auch durchaus sanften Wohlstand dort aufgebaut, aber aus meiner Sicht zu einem zu hohen Preis für die Länder dort. Ich finde, dass das einfrierende Abkommen, ich bin da nicht komplett ein Experte dafür, es ist eine sehr komplizierte Materie, aber ich kann mir vorstellen, dass es clever ist, auf Experten zu hören, sogar dann, wenn sie aus der CDU kommen. Ich glaube aber, dass ein Problem mit Afrika zusätzlich die bestehenden Abkommen sind, die zum Teil, also auch die individuellen Abkommen, die wir jetzt als Deutschland zum Teil geschlossen haben, die wir wirklich, die zum Teil mindestens so schädlich sind und wo wir auch gucken müssen, was wir da machen. Mich hat in der Debatte immer wieder irritiert, dass wir da sozusagen noch keine großen Mengen auf der Straße gestehen gehabt haben, die sich dazu engagiert haben, sondern erst als es gegen die USA und TTIP. Für mich, ich war übrigens einer von den Leuten, die mit auf die Straße gegangen sind und deswegen ist es auch so, dass ich ein Beef mit meinem Parteivorsitzenden habe, um es neudeutsch auszudrücken, weil ich das nicht richtig fand, wie er sich da verhalten hat. Übrigens auch meinem aktuellen Parteivorsitzenden, weil der ja zu CETA auch eher eine positive Haltung hat. Ich habe noch zwei Fragen, die mir wichtig waren, die ich gerne beantworten wollte. Die eine Frage war, was wir tatsächlich in der breiten Debatte zum internationalen Recht anfangen müssen zu klären. Wir haben dieses Prinzip im internationalen Recht, Pacta sunt servanda, also Verträge müssen erfüllt werden und das ist clever, weil das verhindert Kriege. Ne? Das ist eine gute Norm. Wir haben aber das Problem in einer immer komplizierter werdenden Welt,
dass wir jetzt in einem Stand sind, dass wir anfangen müssen, als jüngere Generation Verträge einzuhalten, wo wir gar nichts mit zu tun haben, die wir nicht mitverhandelt haben, die wir nicht demokratisch mitlegitimiert haben. Und ich finde, da müssen wir mal rechtsphilosophisch, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber wir müssen da anfangen, rauszukommen aus diesem reinen Prinzip, diese Verträge bleiben alle fest, sondern auch sozusagen den neuen Generationen die Möglichkeit geben, das neu zu verhandeln und eben keine Ewigkeitsgarantie mehr übrigens für nichts ja, zu haben, sondern wir müssen die Sachen neu erstreiten. Das ist aber auch gefährlich, weil manchmal müssen wir dann auch gute Sachen neu erstreiten. Aber das ist dann die Rolle auch der Zivilgesellschaft, die wir machen. Und der letzte Punkt, da wollte ich dem Herrn Loos noch mal was mitgeben zu der Frage, ob jetzt Brüssel es verbrochen hat. Ja, das ist eben schon eine Frage, quasi, ob in Brüssel irgendwas passiert, ohne dass Frau Merkel und Herr Seehofer an der Stelle nicht durchaus ihr Platz gegeben haben in den letzten Jahren. Also genau. Herr Alrath, wir haben noch eine Frage offen zu den zwei wesentlichen Gründen, die Freihandelsverträge mit beeinflussen. Die gesamte demokratische Gestaltung wird eingeschränkt und insbesondere auch mit Brexit-Klauseln ist man nicht mehr so frei. Vielleicht können Sie darauf auch noch mit eingehen. Genau, dann bin ich frei, fange aber ganz kurz nochmal mit IPA an, weil wir das gerade schon angesprochen haben. Ich wollte schon ganz kurz sagen, wieso in der Tat IPA in der jetzt verhandelten Form auf jeden Fall eingefroren werden sollte. Es gibt letztlich drei entscheidende Gründe. Der eine ist, dass in der Tat das hatte ich ja vorhin schon auch ein bisschen angedeutet, Freihandelsverträge nur dann beiden Staaten wirklich nützen, wenn es sich so in gewissen Stadien entwickelte Staaten handelt. In allen anderen Fällen braucht mindestens einer der Vertragspartner einen entsprechenden Schutz und den gibt es in der Tat im IPA nicht. Und zwar einmal wegen den Exportrichtlinien, das heißt nach IPA sollen tatsächlich die AKG-Staaten tatsächlich die Export Zölle auf Null runterschrauben und das ist ganz klar, fördert insbesondere den Abfluss von Rohstoffen und hindert die notwendige Verarbeitung dieser Rohstoffe im Land, was auch der Entwicklung dort nützen würde. Und zum Zweiten eben auch wegen den Regelungen für die Importzölle. Die sollen über einen bestimmten länger gestreckten Zeitraum, ich glaube es sind 15 Jahre, letztlich auf Null gesetzt werden. Das Entscheidende ist aber da, dass sie tatsächlich auf den jetzigen Stand eingefroren werden sollen und jedenfalls nicht erhöht werden können. Und das ist gerade in bestimmten Bereichen, Herr Göppiner hat es vorhin schon erwähnt, gerade wenn es um Geflügel geht, auch wenn es um Milch geht, Milchpulver besonders, oder mehr noch Milchpulver als Milch, ein ganz großes Problem, wo man in der Tat die Märkte dort noch viel mehr schützen müsste, als es im Moment mit den aktuell genehmigten Importzöllen der Fall ist. Also dieser Schutz, den es innerhalb von EPA geben sollte, den gibt es da eben nicht. Jetzt zu der Frage mit dem staatlichen Handeln. Da gibt es eine fast ein bisschen tragische Geschichte dazu. Nämlich war es tatsächlich so, dass bei CETA zum Ende der Vertragsverhandlungen und kurz vor Abschluss auch da große Unsicherheit auch von Fachleuten war, wie sehr eigentlich staatliches Handeln tatsächlich eingeschränkt wird. Und man hat dann eine sogenannte Klarstellungsdepesche beschlossen, mit Depesche heißt es glaube ich nichts, glaube ich anders, aber sinngemäß, in der man versucht hat, da so ein paar Unklarheiten zu beseitigen und man hat skurrilerweise fast das Gegenteil getan, man hat noch mal ein bisschen mehr Unklarheiten reingebracht. Jedenfalls sagen auch Gutachten, die auch diese Klarstellung mit in ihre Beurteilungen einbezogen haben, ganz klar, ja, da ist zwar die Freiheit staatlichen Handels bejaht worden, aber was das dann für Haftungsfolgen hat, das bleibt da noch unbelassen. Das heißt, es ist ein bisschen ironisch, ja, handelt mal so frei, wie ihr wollt, aber am Ende kann der Konzern sich dann seinen Schadensersatz einklagen. Und das ist in der Tat natürlich ein absurdes Konzept. Ich finde, selbst wir hier gehen schon zu sehr auf ein paar Sachen ein, die wir gar nicht verteidigen müssten. Also ich finde diesen Begriff Freihandel, dass wir jetzt alle mal sagen müssen, wir sind ja im Prinzip für Freihandel völlig absurd, weil es eine Wortwahl ist, die dem widerspricht, was dort passiert. So, nochmal ein Punkt, was das Gegenteil von frei ist, und genau die Verhandlungen mit Teilen Afrikas. Dort wird auch diskutiert, dass diese Länder mit anderen Staaten eben nicht solche Abkommen schließen dürfen, ohne sich mit Europa abzusprechen. Also so viel zum Thema, so frei ist dann der Handel. Das
völlig, also völlig absurd, was da passiert. Man könnte auch andere Sachen reinverhandeln, das sind Sachen, die man überlegen müsste. Wir verlangen jetzt bei der Bundestagswahl 60% des Mindestlohns, 60% des Durchschnittseinkommens in der gesamten EU. So was könnte man überlegen, also soziale Sachen dort reinverhandeln oder eben Menschenrechte sagen, Betriebsrat müsste es überall geben in den Ländern, mit denen man in Verhandlungen einsteigt und so weiter und so fort. Es sind ja Überlegungen, die man jetzt nicht völlig weltfremd, aber genau solche Sachen gehen eben nicht da rein. Und deswegen ist immer die Frage, ob wir jetzt am Anfang mal sagen müssen, ich bin wirklich für freien Handel und bitte entschuldigt mich, wenn ich doch eine kleine Kritik daran übe, weil der Grundsatz an diesem ganzen Ding schon falsch ist. Er befreit nämlich die wenigsten und befreit nur ganz wenige sehr, sehr große Unternehmen. Ich glaube, das Grundprinzip von diesem Freihandelsabkommen wird auch sein, dass kleine und mittelständische Unternehmen mit wirklich ganz, ganz kleinen Ausnahmen, es gibt natürlich Nischenunternehmen, die quasi ein, zwei Sachen herstellen und die das wahrscheinlich dann auch transatlantisch irgendwie günstiger weitergeben können. Ansonsten werden die großen Unternehmen, die mittleren und kleineren Unternehmen immer ausbuchen. Wir haben in den USA ist ja so ein bisschen die Angst der Westamerikaner, dass dort auch in Kanada, dass die Autobauer Deutschlands hier alles niedermähen. Das ist in Japan ein bisschen anders. Das ist übrigens eine Sorge, die dann die Europäerinnen ein bisschen haben, weil natürlich die japanische Automobilindustrie nicht unbedingt die schlechteste ist und wahrscheinlich günstiger sein würde. Da gibt es nämlich gerade einen Zoll innerhalb, wenn es nach Europa einliefert. Das würde dann auch ausgesetzt werden. Also so spannend wird es dann, wenn es um diese großen Unternehmen geht, wer da gegen wen gewinnen wird. Und ich möchte jetzt nochmal aufgreifen bei der Gelegenheit, bevor wir die letzte Fragerunde machen. Meine große Bitte wäre, dass wir vielleicht jetzt auch mal zum Thema fairer Handel als Alternative kommen. Ich habe hier in Vorbereitung mit Christian Felber gelesen, Attac Österreich, ethischer Welthandel, einfach nur auch um die Vorstellungswelt neu zu besiedeln, weil Sie auch sagten, der Freihandel, das ist ja jetzt nicht das Einzige, was uns zur Verfügung steht, das zu Ja oder Nein zu sagen, sondern wir haben auch andere Vorstellungen, wie eine gerechte Weltwirtschaft organisiert sein könnte. Wir haben auch Modelle, wir haben auch Erfahrungen mit Fair Trade. Also das würde ich schade finden, wenn wir jetzt heute darauf gar nicht zu sprechen kommen, wenn Sie vielleicht in der letzten Fragerunde auch selber dazu was fragen oder sagen wollen, wäre mir das sehr willkommen. Fairer Handel wird es so lange nicht geben, wie der Kapitalismus und der Imperialismus herrscht. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. 1, 2, 3. Alles andere ist doch kalter Kaffee. Bitte, ich fand sehr interessant, Herr Gutwin, was Sie gesagt haben, dass man Verträge auch mal wieder zurückentwickeln sollte. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Und daran schließt sich meine Frage an den Podium. Wenn Sie jetzt all diese Texte gelesen haben, ne? Aber Sie wissen genau, was drin steht. Und wenn Sie nicht einverstanden sind mit dem, was drin steht, wie sieht denn dann Ihr Widerstand aus? Ich habe eine einfache, sehr simple Frage. Wie sieht das eigentlich aus? Die Freihandelsabkommen schränken auf der einen Seite die Souveränität der Staaten ein, indem private Leute, Firmen klagen können gegen Investitionsbeschränkungen oder Investitionshemmnisse in einem anderen Staat. Es erzwingt aber in meinen Augen automatisch, dass Sie sich zum Beispiel einigen müssen mit den USA über ein zu beschließendes Gesetz. Denn wenn das Gesetz von beiden beschlossen wird oder von allen Teilnehmern des Freihandelsabkommens, können auch die Investoren gegen das Gesetz zwangsweise nicht mehr klagen, denn es gilt dann überall innerhalb der Freihandelszone. Wie kommen Sie dann dazu, dass Sie eine Weltregierung entsprechend bilden, um genau das hinterher gewährleisten zu können, nämlich dass Gesetze weltweit gültig für alle Freihandelszonen beschlossen werden, an denen man im Leben ist? Die Dame in der Reihe 3. Ich frage mich ein bisschen, ob nicht ein fairer Handel, faire Verträge darin bestimmen, dass Fairness besteht zwischen denen, die produzieren und denen, die nachher abnehmen müssen. Deren Gesundheit, auch deren Geld, deren Arbeitsbedingungen müssen ebenfalls geschützt werden. Nicht nur das, was auf der Seite der Produzenten geschieht. Vor allem, wenn eine Frage an Herrn Loos.
es gibt ja diese Agenda 21, wo sich eigentlich Deutschland verpflichtet hat, eben gerade regional Sachen zu fördern und so weiter, auch eben selber mit Agenda 21 München Westen. Und es gilt ja nicht bloß für uns, sondern auch für Afrika und alles, dass das als erstes ist, dass die Regionalität gefördert wird. Dieses widerspricht doch total diesen Verträgen. Eigentlich widersprechen sie sich total. Dann ist meine Frage noch, ich habe darauf schon mal in der Hans-Seidel-Stiftung, den hat Marcel Huber angesprochen und er hat damals gesagt, ganz klar, nein, also wenn diese Sachen als TTIP-CETA kommen, dann sind unsere bayerischen Bauern weg. Also wie ganz das alles, was an Büchern aufgebaut worden ist, weg. Und das ist ja nicht bloß in Deutschland, sondern überall so. Gelten diese Verträge, die wir 92 geschlossen haben, eigentlich gilt es noch und halten sich daran? Denn wie stehen sie dazu? Weil das nicht eigentlich ja widerspricht. Das eine dem anderen. Ein, zwei Fragen könnten wir noch. Könnten Sie mal sich darauf einigen, dass man nicht Freihandelsabkommen sagt, sondern Freihandels- und Investorenschutzabkommen? Oder Zwangshandelsabkommen? Hier. Wenn es nicht Freihandels- und Investorenschutzabkommen, dann wäre es viel ehrlicher, als nur immer über Freihandel zu reden. Und die Probleme sind nicht eigentlich der Freihandel, sondern die Probleme sind diese völlig überzogene Investitions- und Investorenschutz. Nur dass dein Name nennt, dann wird es der breiten Öffentlichkeit auch besser klar. Danke. Eine Frage an alle. Ich könnte von vielen erzählen, warum vieles, was heute gesagt worden ist, nicht wahr ist, nicht stimmt, wenn man sich mal mit den Texten auseinandersetzt und sie prüft und liest, dann wird man sehen, die Daseinsvorsorge ist abgesichert, der staatliche Rechtsregulierung ist abgesichert, der Schutz der kulturellen Dienstleistung ist abgesichert, man kann auch weiterhin noch subventionieren, all dies ist abgesichert. Sie sagen immer, Sie arbeiten mit Leaks, Sie wissen überhaupt nichts, alles ist geheim. Die Verhandlungen müssen geheim geführt werden, die einzelnen Verhandlungen, jede Verhandlung ist geheim. Im Gemeinderat verhandeln Sie gemein, alles haben Sie gemeint, geheim. Aber Sie veröffentlichen halt hinterher, was ist verhandelt worden und es gibt von der Kommission, und da frage ich immer, wer liest denn eigentlich mal auf den Seiten der Kommission zu den einzelnen Freihandelsabkommen? Sie sprechen immer von Leaks, mit denen Sie arbeiten. Die Kommission hat bei TTIP alle ihre Verhandlungsangebote veröffentlicht. Sie hat Gesprächsprotokolle von den einzelnen Verhandlungsrunden. Der CETA-Vertragstext ist schon seit 2 Jahren in der ersten Version nach Abschluss der Verhandlungen veröffentlicht worden. Kann jeder nachlesen. Die Kommission hat dazu eine 20-seitige Zusammenfassung geschrieben. Das ist ja auch der endgültige Vertrag ist veröffentlicht ist worden. Und bei JEFTA, also bei den Freihandelsabkommen EU-Japan, da sagen Sie, wir wissen nichts, da sind irgendwelche geleakten Dokumente. Die Kommission hat eine Transparenzoffensive im November, Oktober 2015 gestartet und seitdem die ganzen Dokumente, die man Japan übergeben hat, veröffentlicht. Sie hat die Gesprächsprotokolle von den Verhandlungsrunden veröffentlicht. Man hat sich jetzt auf eine politische Grundsatzvereinbarung geeinigt. Alles, worauf man sich jetzt politisch geeinigt hat, das ist noch keine rechtlich verbindliche Vereinbarung, das ist eine politische Willenserklärung, wohin es gehen soll. Und das wird jetzt noch von allen geprüft, von den Mitgliedstaaten, von der Öffentlichkeit, von jedem. Diese ganzen Kapitel, auf die man sich bis jetzt geeinigt hat, und das sind viele, sind auf der Internetseite der Kommission veröffentlicht. Und es gibt dazu, und das kann ich jedem wirklich empfehlen, eine 15-seitige Zusammenfassung, was ist eigentlich der Inhalt von diesem Freihandelsabkommen, worum geht es, worum geht es nicht und was sind die Inhalte. Das sollte man mal lesen und sich dann eine Meinung bilden. Und wenn Sie in den einzelnen Kapiteln lesen, da steht überall in diesem ganzen Freihandelsabkommen, das staatliche Recht zur Regulierung ist gesichert. Wir können nach unseren Maßstäben, nach unseren Wertvorstellungen regeln. Wir können das Vorsorgeprinzip aufrechterhalten. Das wird mit keinem Wort in den Abkommen genannt, weil es ist ein in den EU-Verträgen zementiertes Grundwertsystem. Das gilt weiter um, das soll es überhaupt erwähnen. Diese Ratchet-Klausel, von der Sie gesprochen haben, die gilt für einen kleinen Bereich von Liberalisierungsbeschränkungen, die wir im Dienstleistungsbereich
vorgesehen haben, in vielen anderen Bereichen, die Daseinsvorsorge, das Gesundheitswesen und, und. Die unterliegen alle nicht diesem Ratchet, dieser Schwerpunktklausel. Das sind so kleinere Dinge, wie das ein Apotheker mit drei Apotheken haben darf. Wenn wir mal irgendwann sagen, diese Regelung brauchen wir nicht mehr, dann kann man sie nicht mehr neu einführen. Aber alles, was uns wichtig ist, ist dort abgesichert und da können wir auch in Zukunft noch unsere Belange durchsetzen. Keiner, und das ist das, was Sie vorhin gesagt haben, keiner gibt sein staatliches Regulierungsrecht auf. Keiner wird jetzt für den nächsten Bundestag sagen, ihr dürft das alles nicht mehr regeln, wir dürfen den Schutz der Gesundheit nicht verschärfen, wir dürfen den Umweltschutz nicht verschärfen. Das alles ist abgesichert und dagegen kann auch kein Investor vorgehen, wenn es nicht diskriminiert ist und nicht unterwältigt ist. Kommen Sie jetzt. Wer hat denn diese Texte auf der Internetseite mal gelesen? Einer von den Politikern. Gut. Noch eine Frage vielleicht? Da hinten haben wir dann noch eine, die nehmen wir noch gleich mit dazu. Oh, da sind es doch noch mehr, dann machen wir noch eine eigene Runde. Ich würde gerne ein Bierchen trinken und erkläre ich Ihnen das alles. Sehr gerne. Dann das Zweite, ich habe ja ein kleines Geschenk, Herr Kundisch, ich soll nicht so hart angehen, wurde mir gesagt. Wir haben das letztes Jahr haben wir das verteilt, da steht drauf, sagt die SPD Ja zu CETA, sagen wir Nein zur SPD. Ich möchte es nicht Ihnen geben, aber ich möchte es Ihnen geben, dass Sie es den Leuten in Ihrer Partei geben, wo Sie meinen, dass Sie das brauchen. Als Zweites, das Gleiche kann man auch im Grünen. Das Gleiche kann man auch im Grünen drucken. Dürfen Sie gerne nach Baden-Württemberg mitnehmen, Herr Heilbach, mit einem schönen Gruß. Der Einzige, der jetzt heute ja, uns wirklich gut vertreten hat, war nicht jetzt der Herr Jürgen Pinner. Er hat eigentlich alles gesagt, was ich geglaubt habe. Deswegen habe ich jetzt eine Frage an ihn. Wir sparen 3, 4, 5 Milliarden, die Unternehmen sparen 3, 4, 5 Milliarden Zölle ein, und zwar seit CETA ratifiziert wurde, also jetzt schon. Was machen Sie mit diesem Geld, das jetzt dann fehlt in der Bundeskasse? Woher nehmen wir dieses Geld? Nehmen wir das denn von den sozialen Einrichtungen, nehmen wir es von den Umwelteinrichtungen oder nehmen wir es von den Unternehmen zum Beispiel, von VW oder ähnlichem? Die zwei Fragen machen, ich glaube, dann müssen wir wohl aus Zeitgründen Schluss machen. Ja, vielen Dank. Marcel Schöpfing ist mein Name, ich bin in der Logistikbranche tätig und deswegen habe ich tagtäglich damit zu tun, wie schwierig es ist, Handel und Transporte, Warentransporte über Netzen hinweg zu bewerkstelligen. Deswegen bin ich eigentlich grundsätzlich dafür, wenn Schranken und Grenzen eher abgebaut werden. Aber was mir in diesem Fall hier tatsächlich fehlt, ist auch seitens der Politik, seitens Ihren Kollegen und Ihnen, den Politikern, die Transparenz versus Geheimhaltung. Das wurde hier ein paar Mal schon diskutiert. Ich denke, dass man da schon Verständnis haben kann, dass bestimmte Themen nicht unbedingt ganz öffentlich gemacht werden, nicht sofort öffentlich gemacht werden, aber ich erwarte gewisse Mindeststandards an Transparenz. Ich möchte von Ihnen, von den Politikern mitbekommen, dass Sie es wissen und dass Sie es transparent machen, dass verhandelt wird, über was verhandelt wird und welche Mindeststandards gelten, für welche Mindeststandards stehen Sie als Politiker, als Menschen, die gewählt werden wollen, als Menschen, die gewählt worden sind. Das ist mir persönlich wichtig, dass ich das einschätzen kann. Und jetzt der Herr vorne, der einfach gesagt hat, dass alles öffentlich ist, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich kann es Ihnen einfach erstmal nur glauben, aber ich erwarte von Ihnen als Politiker, und das ist mein Statement, mehr als Statement als eine Frage, ein Appell an Sie, informieren Sie sich, sehen Sie zu, ob das wirklich stimmt, überprüfen Sie das, weil das ist das, was, denke ich mal, aus meiner Sicht Bürgerinnen und Bürger in diesem Land von Ihnen erwarten können, dass Sie sich informieren und dass Sie eben nicht rumeilen und dass Sie aber auch die Fragen, die wir als Bürgerinnen und Bürger haben, so gut wie möglich beantworten und nicht rumeilen und nicht darauf uns vertrösten, dass sie irgendwann den kompletten Vertragstext bekommen und dann natürlich bis ins 100. rein diese 1000 Seiten gelesen haben, sondern wir wollen das im Rahmen der Verhandlungen bis zum 100. Da vorne ist noch eine Frage und ich glaube, dann machen wir die auch noch.
Gut, ich hoffe, Sie notieren sich das alles bitte mit, damit man da mehrere Fragen dann bei jedem beantworten kann. Ja, mein Name ist Klaus-Dieter Bornemann. Ein zentrales Thema für mich, was auch ein Element fairen Handels länderübergreifend wäre, ist der Schutz der öffentlichen Einrichtungen auch länderübergreifend vor Privatisierung. Um es klar zu sagen, Privatisierung heißt für mich, dass Konzerne, in dem Fall sogar multinationale Konzerne, länderübergreifend dann den Zugriff kriegen auf ehemals öffentliche Einrichtungen, im schlimmsten Fall die Daseinsvorsorge, sich die profitabel erscheinenden Filetstücke rausgreifen, die praktisch zu ihrem Geschäftsfeld machen und alles andere platt machen, zum Schaden der Bevölkerung und zum Schaden der Arbeitnehmer etc. Und deshalb meine ich, muss ein faire Handelsabkommen als zentralen Punkt den Schutz öffentlicher Einrichtungen vor Privatisierung enthalten und nicht das Gegenteil, was heute in den Verträgen alle drin ist, eine Sperrklausel, die heißt, einmal privatisiert, nie wieder zurück in öffentliche Hand. Und deshalb, Herr Loos, nachdem Sie sich so vehement für diese Freihandelsabkommen ausgesprochen haben, stehen Sie dann konsequenterweise auch für die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen. Und an alle anderen die Frage, ist nicht allein dieses Thema Sperrklinke gegen Rückholung in die öffentliche Hand hinreichendes Argument zu sagen, diese Abkommen müssen als Ganzes in den Mülleimer geworfen werden. So. Wir gehen dann noch. Das Wort, die Herr Remick jetzt gegenteil der SPD in Deutschland, wie dafür gesagt hat, ein Landesverband geschlossen gegen sie da gestimmt hat. Und ich würde es gerne mit drei oder zu drei Sätzen zu begründen. Ich denke schon, dass sich die CDU gegenüber enorm verbessert hat. Da sind eine ganze Menge von Sätzen drin, die wir alle unterschreiben würden. Jetzt kommt aber der Hafen. Die stehen aber auch Sätze drin, die fast das Gegenteil bedeuten. Das heißt, eine eventuelle Rechtsstreitigkeit ist für einen großen, schweren Netzgeschäft, für Deutschland, kein großes Problem. Das kann nicht weit durchstehen. Wie schaut denn das aus, wenn die kanadische Firma, die in Wirklichkeit eine amerikanische Firma ist, gegen den rumänischen Staat, gegen Polen, gegen die Portugal. Und dann denke ich mir, es zählt da keine Hilfe, weil es sehr ungar ist, denn hier eben miserable Sätze und gute Sätze. Bei den guten Sätzen direkt steht auch drin, aber die anderen sind nicht alle rausgeflogen. Ich kann es auch, können Sie die Teil nur beide jetzt verlieren. Das Recht und Wehr steht halt sowohl beschissen als auch gut drin. Jetzt suchen wir aus, was stimmt. Bei Mensch hat halt keine Chance, den Druck zu sehen. So, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt dort in der Beantwortung eine Schlussrunde machen. Und wir fangen jetzt zur Abwechslung mal mit Ihnen an, Herr Gürtina. Und gucken Sie mal, dass Sie möglichst kurz zu den angesprochenen Fragen Stellung nehmen können. Und die gleiche Bitte geht es dann an alle Redner hier auf dem Podium. Zu allen Fragen? Nein. Nee, nur kurz, die Sie angesprochen fühlen. Also nochmal kurz zur Privatisierung oder Rekommunisierung, was halt schon angesprochen wurde. Wir haben ja entscheidend das eigentlich auch am Ende gesagt, wenn es nicht zu groß Kosten nachteilen könnte, irgendwie sowas in die Richtung ging es. In der Sekunde, wo die Unternehmen eben Nachteile befürchten, da gibt es ja auch schon Beispiele, in Ägypten zum Beispiel, bei den Zigarettenpackungen, also ein ganz simples Beispiel war es der Fall, dann Vattenfall klagt, dann hat es Millionen und Milliarden zur Folge und dann müssen sie als Regierung mal den Leuten erklären, wieso ich denn das Gesetz ein bisschen verändere, Mindestlohn zum Beispiel erhöhe, zum Einführer oder erhöhe, je nachdem, und wie viel ich dafür zahlen muss als Staat diesem Einzelunternehmen. Das ist ein Problem, was ich mir beantworten muss. Und dann wird natürlich gesagt, man kann es theoretisch verändern, praktisch tut es aber keiner, weil nicht mehr in der nächsten Regierung vertreten sein wird. Das ist sozusagen das Problem mit Privatisierung oder Rekommunalisierung oder zurück in die öffentliche Hand. Das zum einen. Woher das Geld nehmen? Die Frage war ein bisschen dankenswert. Also ich glaube, das Lustige ist ja, bei Linken werden immer vorgerechnet, dass ihr könnt ja nicht zählen, ihr könnt nicht rechnen, wollen wir eigentlich die ganzen Steuergeschenke hernehmen für den kleinen Mann, die kleine Frau. Wir haben wir müssen als Folge mal ziemlich deutlich machen, weil wir das Geld nehmen wollen. So. Es fängt bei Unternehmen an, die in bestimmten Ländern quasi nicht zahlen müssen, sondern durch Steuerparadiese, wo wir durchaus mal Änderungen denken könnten. Auch da können wir international sehr viel tun, passiert nicht. Ganz konkret, weil es eben im Oktober 2017 wahrscheinlich nicht passieren wird, dass wir direkt mit allen internationalen Abkommen starten,
mit anderen Ländern, dass wir quasi die Unternehmen, die Steuerparadiese für Unternehmen kappen, dass wir einfach Millionärsteuer einführen, dass wir die Steuern erhöhen, dort, wo wir es und dort das Geld nehmen, wo es dann nicht da ist. Das Geld ist ja irgendwo. Die Leute haben es ja nicht irgendwie quasi versteckt. Wir können darauf zugreifen, wenn wir wollen. Und ich glaube, Millionäre und Milliardäre, die werden dadurch auch nicht arm mit unserem Steuerkonzept. Was übrigens, mein Bruder ist vor kurzem verstorben, was, und der war kein Linksradikaler, da waren 53% Mindeststeuer, das ist tatsächlich was war üblich gewesen. Und das fordern wir gerade, ich glaube, Spitzensteuer, das soll ich sagen, das fordern wir gerade, ich glaube, das ist nicht zu wenig. Kurz abschließend. Drei Punkte zu einem möglichen fairen Handel. Also ich finde tatsächlich, dass das, was wir unter Freihandelsabkommen bezeichnet haben, ich versuche die lange Bezeichnung, werde ich mir noch merken, verspreche ich, dass wir die weghauen müssen. Und ich will drei Sachen sagen, die ich sehr wichtig finde. Zum einen geht es, glaube ich, um eine, also quasi, dass die Wirtschaft nicht in jedem Punkt immer global zu denken und immer in Steigerungen zu denken, sondern tatsächlich zu gucken, dass vor Ort erstmal das Notwendige vorhanden ist und auch das Notwendige geschaffen wird, was möglich ist. Also ich muss eben keine Hähnchen von Europa nach Afrika schiffern, das muss einfach gar nicht sein. Nahrungsmittel anbauen, erwirtschaften zu können. Und ich muss gucken, das ist der zweite Punkt, die Leute vor Ort zu befähigen, auch Sachen weiterverwerten zu können, weil sie dadurch natürlich auch einen neuen Wert ermöglichen und teurer verkauft werden. Jetzt sage ich, also quasi die Befähigung, die Ermächtigung der Menschen vor Ort, Rohstoffe weiter zu produzieren. Jetzt sage ich einen dritten Punkt, der ist vielleicht unüblich und ist bei uns in der Partei auch nicht diskutiert worden. Wir reden die ganze Zeit von den Geflüchteten, die hierher kommen und dass sie wieder am besten ohne Ausbildung von einigen aus der CSU, ohne Ausbildung wieder zurückgehen. Wir haben da einen sehr individuellen Vorschlag. Ich glaube, wenn die Menschen hierher kommen, dann, ich diskutiere nicht, ob sie jetzt müssen oder nicht, das ist völlig absurd, wenn die Menschen hierher kommen, wieso geben wir ihnen nicht nur eine Ausbildung, als wäre ich aber richtig böse, sondern auch gleich zwei Ausbildungen. Und zwar eine Ausbildung, die völlig frei ist, wo Menschen hier dann diese Ausbildung nutzen können, um hier zu leben. Und eine zweite Ausbildung, wo wir den Menschen ermöglichen, wenn sie möchten, diese zu ergreifen, um vor Ort Länder aufzubauen, wenn sie es denn wollten und wieder zurückkehren wollen. Da geht es nämlich darum, dann zu bauen, da geht es darum, Lehrerinnen und Lehrer Ausbildung zu ermöglichen den Menschen, dass wenn sie irgendwann wieder zurück wollen und zurück können, weil dort kein Krieg mehr ist, dann würden sie dazu befähigt werden, vor Ort mit Land aufzubauen. Über solche Sachen denkt da keiner nach. Aber sowas könnte man ermöglichen. Ich glaube, das wäre quasi wirklich eine Ermächtigung der Menschen, die hierher geflogen sind. Jetzt haben Sie Antworten gegeben, ohne Fragen, aber es ist auch noch. Wir haben eine Antwort. So, ich hänge an Lisa. Es ist natürlich schwierig, sehr schwierig, wenn man Geschichten hört, die man eigentlich gar nicht hören kann, weil das ist natürlich totaler Schmarrn gewesen. Denke nur an die 3+2 Regelungen für Auszubildende, für Leute, die hier im Land bleiben dürfen. Also ich bin für Familienpreis. Nein, entschuldigen Sie, es ist Tatsache, es gibt es 3+2. Es gibt es. Und es können Leute Ausbildung machen, wie sie wollen. Sie werden nicht gezwungen, irgendetwas, also da war jetzt so viel Mist dabei, entschuldigen Sie, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Wir werden aus der Ausbildung heraus abgeschoben. Wir werden aus der Ausbildung heraus abgeschoben. Ist doch gar nicht wahr. 3+2 heißt, bisschen was zum Lernen, ein bisschen was zum Lernen. 3+2 heißt 3 Jahre Ausbildung und nach der Ausbildung mindestens 2 Jahre dabei. Diese Regelung gibt es ganz eindeutig, ganz klar. Ja, selbst Betriebe beschweren also nichts erzählen, das einfach was Wahrheit ist. So, jetzt gehe ich auf meinen Punkt ein. Und zwar geht es jetzt mal um die Frage Rücknahme des Vertrages. Jetzt müssen wir uns alle mal in die Augen schauen. Wir schließen täglich einen Vertrag. Jeder von uns. Permanent. Pausenlos. Und jetzt kommen Sie daher und sagen, ja, also den Vertrag, den wir jetzt, mir zwar jetzt da geschlossen haben, du, der gilt jetzt nicht mehr für mich. Was sagen Sie jetzt sagen? Das darf man interessieren. Also das einmal zum Ersten. Wenn es gewisse Regelungen gibt, hat das und Verwandten, muss man sich auch an Verträge halten. Das Zweite ist, Klage gegen den Staat. Und wieder schaue ich Sie an. Jeder von uns hat schon gegen den Staat geklagt, bin ich der festen Überzeugung. Ob das jetzt ein Verwaltungsakt ist, gegen den Sie vorgegangen sind, oder tatsächlich auch das mit dem Kader gemacht haben.
Es ist nichts anderes gemeint damit, dass ein Staat, der einem Investor eine gewisse Rechtssicherheit gibt und dann eines Tages auf die Idee kommt, ja, jetzt gibt es nun mal. Das, was wir ausgemacht haben und die Bedingungen, die da waren, die gelten jetzt nicht. Da würden Sie auch auf die Idee kommen und würden sagen, ja gut, das akzeptiere ich, aber dann möchte ich einen Schadensersatz dafür. Es gibt viele Beispiele. Und ich möchte ganz klar und deutlich sagen, wir sind ein Rechtsstaat. Und das ist ein ganz großer Gewinn für unser Land, dass wir ein Rechtsstaat sind. Und wir müssen Rechterstaat. Uns an Recht, an Verträge und an Gesetz halten. Als nächstes, Agenda 2010, regional fordern und die bayerische Bau. Das war nicht die Agenda 2010, sondern die Agenda 21. Nachhaltiger. Also ich bin jetzt kein Spezialist der Landwirtschaftspolitik. In der Tat haben Sie da auch etwas angesprochen, wo wir uns auch selbst mal Gedanken machen müssen, was würde denn für uns das eine oder andere bedeuten oder für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Was würde denn das bedeuten, was wir als einzelne Forderungen hier jetzt angestellt haben, die jetzt jeder für sich natürlich aufstellt, aber dann darüber nachdenken, was hat das für Konsequenzen für den anderen? Das ist zum Beispiel etwas, warum ich in die Politik gegangen bin, weil ich eben auch meine, dass wir viele Regelungen, Verordnungen und Ähnliches haben, wo gar nicht berücksichtigt wird, was das für Konsequenzen hat. Schutz vor Privatisierung. Also ich denke, es muss auch einem Staat möglich sein, insbesondere einer Kommune, und das ist für mich auch ein Zeichen von Freiheit, eine Kommune, die ja dann auch demokratisch entscheidet, da gibt es ja nicht einen, der irgendwas sagt oder macht, sondern im Rahmen seiner, der rechtlichen Verhältnisse, im Rahmen der Selbstverwaltung, die jede Kommune hat, das Recht haben muss, zu sagen, ich kann diese Daseinsvorsorge in keinster Weise leisten. Es gibt auch keine Möglichkeit über Land oder Bund oder Europa, das zu finanzieren, bevor es völlig zusammenbricht oder bevor wir es überhaupt nicht leisten können. Kanalisation etc., könnte man Straßen, könnte man Hausen dazu nennen, muss man sich durch den Kopf gehen lassen und die Möglichkeit zumindest einräumen. Das ist Freiheit für mich. Dann also Rückkaufverbot, das halte ich natürlich auch für einen Punkt, der völlig indiskutabel ist. Es muss jeder etwas kaufen können, ihm oder er, vice versa. Also irgendjemand irgendetwas verbieten hat mit Freiheit nichts zu tun. Letzte Frage war CETA, Umweg USA. In der Tat ist die Frage natürlich durchaus berechtigt. Ein amerikanisches Unternehmen, das in Kanada eine Niederlassung hat, hat natürlich da Möglichkeiten, auf den europäischen Markt einzuwirken, aber eben im Rahmen dieser CETA-Verhandlungen, und da haben wir ja, beziehungsweise dieser CETA-Beschlüsse, und da haben wir ja alle einstimmig gesagt, jetzt lassen wir das erst einmal vor die nationalen Parlamente kommen, da schauen wir mal, ob die wirklich ratifiziert werden. Wobei tatsächlich die Frage ist, die müsste man dann vielleicht noch prüfen, Bundesrat kann ja immer nur mitmachen, wenn es ein zustimmungsbedürftiges Gesetz ist. Ich bin jetzt da kein Jurist, das muss man auch da noch prüfen. Also ich denke, da müssen wir eben warten, bis das auf den Tisch liegt und zur Entscheidung anstecken. Dann kann man wirklich erst was sagen. Danke. Ich wollte gleich doch nochmal die Gelegenheit ergreifen und auf den Los antworten auf die Frage der 3+2-Regelung. Also ich spreche ja in meinem Wahlkampf mit ganz verschiedenen Leuten und als Sozialdemokrat auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Und bei mir haben die sich beklagt darüber, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht ordentlich angewandt wird und dass sie gerade in Bayern ausgehöhlt wird. Die haben von konkreten Fällen berichtet, die ich nicht nachprüfen kann, weil ich sozusagen an der Stelle auch darauf vertrauen muss, dass man mir ja keinen Schwan erzählt, aber von konkreten Fällen berichtet, wo ihnen Leute abgeschoben wurden aus der Ausbildung heraus. Und da finde ich, kann man sie natürlich schon hinstellen und sagen, naja, wir machen das alles richtig, ja, aber es läuft halt falsch. Und es wird ja zusätzlich, was ganz objektiv falsch läuft, also unabhängig von Einzelfällen, ist ja, dass man systematisch versucht zu verhindern, dass man überhaupt in diese drei reinkommt, also in diese Ausbildung. Leute, die eigentlich quasi kurz davor sind, die einen Ausbildungsvertrag sozusagen unterschreiben könnten, alle sind sich einig, dann wird man das versuchen zu verhindern bei der entsprechenden Behörde und dann wird man versuchen abzuschieben. Ich habe das Gefühl, dass besonders diejenigen leichter abgeschoben werden, die sich wohlverhalten in die Schule gehen,
weil die leichter fassbar sind. Und das finde ich was mich absolut ärgert und wo ich sehr viel negatives Feedback übrigens von Ihrer Wählerklientel bekomme, die sind sonst so beispielsweise nicht so sehr rot wählen. Ich hoffe, dass Sie es Ihnen diesmal tun. Die Frage, ich will mich jetzt einfach der Kürze halber auf zwei Dinge konzentrieren. Die Frage nach dem Widerstand. Also es ist so, dass ich ziemlich sicher bin, dass am Ende es Dinge geben wird in dem Vertrag, der dann vorgelegt ist, oder in den verschiedenen Verträgen vorgelegt sind, die mir nicht gefallen. Das hat Rudi Lemm vorher sehr plastisch beschrieben. Im Endeffekt ist es trotzdem eine Abwägungsfrage, quasi was überwiegt. Momentan, von dem, wie ich informiert bin, und ich habe nicht alles komplett durchgelesen, aber ich habe durchaus einiges gelesen, ist es noch nicht so, dass ich überzeugt wäre, dafür zu stimmen. So, ist wieder rumgereiht. Also momentan bin ich nicht davon überzeugt. Der zweite Punkt ist die Frage, wie gehen wir jetzt bei so einem Investitionsschutzabkommen davon aus, hat das eine Wirkung darauf, dass wir irgendwie eine Art Weltregierung bekommen oder dass wir sozusagen überall die gleichen Gesetze machen? Ich halte es für unrealistisch. In meiner Bewertung ist es auch so, dass es überhaupt nichts helfen würde, weil ich glaube, dass Unternehmen dann auch sozusagen gegen Regelungen im fremden Land klagen würden. Also so verstehe ich zumindest die Art des Investitionsschutzes, die eigentlich im eigenen Land auch sozusagen verboten sind, aber die man halt, auf die man sich halt, genau wie Sie es gerade beschrieben haben, los eingelassen hat, verlassen hat, und dann möchte man sozusagen das auch durchziehen und das Wasser vergiften können, wie man es daheim auch nicht hat. Und das ist etwas, weshalb ich glaube, dass sozusagen das gar nicht in die Richtung führt. Investitionsschutzabkommen haben schon ein grundsätzliches Problem mit der Demokratie, das sehe ich schon so, weil sie natürlich die Hürden für notwendige und gute Reformen erhöht. Aber ich glaube auch, dass sie in manchen Fällen schon richtig sind und schon hilfreich sind, damit überhaupt Investitionen stattfinden, um Entwicklung zu ermöglichen. Das ist halt eine der Abwägungen, die man treffen muss, und das klingt manchmal rumgehalten. Was ich noch zuletzt hinzufügen möchte, da möchte ich kurz Ihre Sichtweise durchaus schon noch mal ein bisschen bestätigen. Ich würde nicht sagen, dass ich die absolute Transparenz bei der EU habe. Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Aber es ist durchaus einiges mehr transparent, als manch einer, der sozusagen jetzt auf der Straße steht, behauptet. Also das habe ich schon so erlebt. Ich weiß zumindest in dem Moment, als diese Leaks zu TTIP rauskommen und ich sie verglichen habe mit dem öffentlich schon lange einsehbaren Verhandlungsmandat, war da vieles genauso drin gestanden. Und zwar eigentlich Dinge, die schon lange bekannt waren, die öffentlich waren und die dann plötzlich sehr skandalisiert wurden, weil man sie halt als Leak bezeichnet hat. Und da finde ich, gehört es schon zur Ehrlichkeit der Diskussion, dass man auch tatsächlich die Dinge warnen, die schon öffentlich sind. Und auch gerade die Differenzierung, die wir jetzt hier am Tisch auch nicht immer ganz genau hinbekommen zu machen, wann werden quasi Verhandlungsprozesse transparent gemacht und wann werden Verhandlungsergebnisse transparent gemacht. Das sind zwei Dinge, da müssen wir halt drauf achten. Am Ende kommt es darauf an, was steht drin, was ist sozusagen das, was wir entscheiden wollen, und da muss man eine gute Abwägung treffen, und ich bin momentan nicht sozusagen der Meinung, dass Sie mich nicht wählen sollen. Ich wollte jetzt insbesondere noch mal auf den Herrn im grauen Anzug eingehen, der ein bisschen gemeint hat. Er hat einen Namen. Ich kenne seinen Namen nicht. Achso, da. Achso, da drüben, Entschuldigung. Ich war nicht hier. der ein bisschen angedeutet hat, dass wir die Verträge sowieso nicht gelesen haben und eigentlich gar keine Ahnung haben, von was wir reden. Jetzt bin ich natürlich erstmal wenig überrascht, dass auf den Seiten der EU in der Tat eine ultimative Lobhudelei auf den Fall auf CETA steht. Das ist keine Frage. Das Zweite ist, ich bin jetzt ein bisschen in der Luxussituation, dass ich Rechtsanwalt bin, medienrecht viel mit angloamerikanischen Verträgen zu tun habe, also quasi ein gewisses Training darin habe, mich durch Textwüsten zu kämpfen. Und habe das natürlich auch bei CETA angefangen. Jetzt will ich gar nicht behaupten, dass ich da jede einzelne Passage gelesen habe. Auch ich verlasse mich natürlich in gewissem Maße auf Gutachten. Ideale Variante, Gutachten links auf dem Bildschirm, Vertrag rechts auf dem Bildschirm, Gutachten lesen, Bezugspunkte suchen, daraus kann man meines Erachtens viel, viel lernen. Die Frage ist, woher das Gutachten? Jetzt gibt es ein Gutachten von der Grünen Bundestagsfraktion, da werden Sie sagen, ja klar, dass das natürlich ein bisschen gegen CETA schießt, das ist kein Kunststück. Es
Es gibt aber auch ein Gutachten von der baden-württembergischen Landesregierung, die eher weniger im Verdacht steht, zu meinem Leidwesen, haben wir vorhin diskutiert, gegen Täter zu schießen. Und die haben auch ganz klar die Mängel festgestellt, die ich vorhin auch schon beschrieben habe. Und zwar ganz konkret in den Bereichen Governmental Authority und Social Services sind die Ausnahmeregelungen erschreckend unkonkret. Sie sind eben gerade nicht in, zum Beispiel in den Anlagen 1 und 2, das gerne zum Nachlesen aufgeführt, sondern sind einzeln formuliert und missverständlich, und jedes Gutachten bisher, das sich damit beschäftigt hat, sagt, irgendwann werden darüber die Gerichte entscheiden müssen, weil es so wischiwaschi formuliert ist. Und nein, das ist für mich nicht genug Schutz. Danke. Es war eine sehr komplizierte, komplexe Materie. Ich finde es toll, dass Sie so aufmerksam zugehört haben, sich so engagiert beteiligt haben. Es war ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig ist die Zusammenarbeit von Parteien und Zivilgesellschaft. Und ja, danke, Herr Göppinger, Herrn Kloß, Herrn Gutwin und Herr Heirat, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, es haben alle etwas gelernt. Ich hoffe, Sie bleiben weiter interessiert an dem Thema, und gutes Heimkommen. Danke. Und ein letztes Wort. Danke an die Moderation, das habt ihr gut gemacht. Okay.